Herzlich willkommen zu Runde 2 heute. Wir haben wieder den Lim dabei. Für alle, die jetzt heute Morgen bzw. heute Mittag noch nicht dabei waren oder das auf YouTube gucken, Lim, stell dich doch nochmal kurz vor. Ja, ich bin Lim. Im richtigen Leben heiße ich Calvin. Ich bin von den Kings of the Hill, auch ein kleiner YouTube-Kanal. Spiele leidenschaftlich super gerne 40k, aber liebe die Regeln am allermeisten und freue mich heute einfach von Paintomancy eingeladen worden zu sein, eine geile Zeit hier zu haben. Wir hatten schon Spiel 1, das war einfach nur lustig. Und ja, jetzt wird es in meine Lieblingsfraktion gegen meine neue Fraktion. Ich habe jetzt auch World Eaters. Habe ja schon im Baltic Cup deine Modelle die ganze Zeit so, wie hast du das gemacht? Fotos gemacht und auch dein riesen Video, wie du es bemalt hast. Und ich höre einfach auf zu reden. Das ist ein besserer Abend. Aber der Lim hat auch Geschenke mitgebracht. Die meisten davon sind schon weg. Aber ein Geschenk von Lim haben wir noch. Und zwar den World Eaters Terminator Lord Azrak, The Annihilator. Den werden wir irgendwann im Verlauf des Streams verlosen, passend zum World Eaters Spiel. René, mach mal für mich auch mal mit, wenn die Verlosung kommt. Klar. Und natürlich haben wir noch von einem nicht mehr ganz so anonymen Spender, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal erwähne, weil er eigentlich wollte, dass wir den Namen sagen, von einem anonymen Painter-Schlingel diese Leviathan-Box bekommen, die wir heute auch noch verlosen. Das heißt, ja, das ist die zweite Leviathan-Box. Gestern gab es ja die von Games Island und heute einfach eine aus der Community. Das ist einfach, we had first Leviathan-Box, but what about the second one? Ja. What about the second one? Und die verlosen wir Hobbit. Ganz am Ende. Deswegen, wir versuchen wieder, dass das Spiel so 5 Stunden geht, dass ihr auch noch ein bisschen Suspense habt, wie gestern. Und weil wir gestern haben wir auch die Box am Ende verlost. Okay. Und dann ging das Spiel 4,5 Stunden. Oh, damn. Ja, ich habe World Eaters dabei, Lim hat Soros dabei. Wenn du nichts dagegen hast, dann fange ich einfach mal an mit meiner Armeevorstellung. Bitte. Ich habe dabei den Khorne Lord of Skulls. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt World Eaters wieder spiele, dann muss ich den einfach auf den Tisch stellen, gerade im Stream. Dann habe ich natürlich Angron dabei, wie wäre es ohne. Er ist immer noch nicht komplett fertig gemalt, leider. Angry aber genug, um ein bisschen zu hauen. Dann habe ich dabei einen Lord on Juggernaut mit der Berserker Sclave. Das heißt, der knallt richtig rein, wenn er irgendwo Reinrad hat. Der hat noch 6 8-Bound dabei als Bodyguard. Dann habe ich hier nochmal 5 Khorne Berserker. Die haben die Icon, die stehen auf dem Marker rum, um meine Yahtzee-Würfe zu verbessern. Dann habe ich 2 Chaos Spawns, die gibt es jetzt nur noch im Zweierdruck. Die sind einfach nur so, die screen so ein bisschen aus. Dann habe ich hier nochmal 3 8-Bound und 3 Exalted 8-Bound. Und Backstage stehen nochmal 3 Exalted 8-Bound, die sich im Deep Strike befinden. Ich bin doch geschockt, ja? Mhm, ja. Okay. Mit solchen Tricks arbeiten wir hier. Ja, ich spiele die Schwestern der Lust, wie der liebe Adrian sagen würde. Meine Lieblingsfraktion tatsächlich, Sisters of Battle. Und ich habe so viel Zeug eingepackt wie nur möglich, damit auch vor allem Leute, die ja vielleicht die Sisters noch nicht kennen, wirklich viele neue Sachen kennenlernen. Was habe ich denn dabei? Hero Hammer würden manche vielleicht sagen. Ich habe die gute alte Käthe dabei, den Triumph von St. Catherine. Die ist wirklich gut geworden. Die hat tolle Abilities, die wir euch im Verlauf des Spiels zeigen können. Wir haben im Deep Strike angehangen an 10 Seraphim. Mhm. Ja, nicht falsch gesprochen, es sind Seraphim, die Flamer-Damen. Mhm. An 10 Stück hat sich Celestine angehangen. Habe ich auch noch ein bisschen Shenanigan vor. Vielleicht nicht gegen deine Armee, aber so prinzipiell der Gedanke. Wir haben Junith. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Junith auf dem Spielfeld gesehen hast. Das ist tatsächlich gar nicht so lange her, weil der René die auch immer gerne spielt. Ja, aber dann war die Liste vielleicht Müll, was sie ja, dann. Die ist kacke. Die ist richtig kacke gewesen. Ja, vor allem war sie da auch noch im Vehicle. Jetzt ist sie Infanterie. Sie könnte auch in Rhino einsteigen und hat nur einen Platz eingenommen. Die macht folgendes: Die gibt nämlich -1 für meinen Trupp. Das ja. ist total cool. Und gibt mir einen extra CP. Der ist nice to have, weil ich habe nicht so viele CP-Regain-Sachen und ich. Meine Armee ist flexibel. Keine. Ja, aber meine Armee ist auch flexibel genug zu sagen, ich muss meine Secondaries nicht abwerfen für die CPs. Deswegen habe ich auch ganz viele Deep Strike Einheiten. Dann habe ich noch eine Palatine. Die Palatine sitzt hier in meinem Emulator. Und der, also ist gar nicht meiner, ist René seiner. Ja. Und die führt 5 Dominions an. Und bei den Dominions sind Melter, normale Melter dabei und ein Simulacrum. Und ein Cherub. Und der Emulator hat die Regel, ich teile den 10er-Trupp Dominions auf und habe 2 neue Units. Und es ist tatsächlich so, beide Units bekommen jeweils ein dickes Baby, also sprich einen Cherub.
Das ist ziemlich cool, wenn man also diesen Split-Spiel machen möchte. Die zweiten Dominions, die habe ich hier einfach davor gestellt. Dann gehe ich hier einfach mal die Reihe weiter durch. Ich habe noch einen Rhino mitgenommen, weil Transporter immer gut sind. Ja. Da sitzen einmal Crusader drin, habe ich insgesamt 2x2 Crusader, weil sie sind günstig, haben jetzt endlich das Keyword Sisters. Mhm. Deswegen habe ich auch weibliche Crusader. Mhm. Was sind eigentlich Crusader? Crusader sind Kreuzritter. Ach, sind jetzt diese Inquisitionstypen? Ja, Schild, Schwert, tun nichts, geben mir aber einen Miracle Dice, also töte sie bitte. Und dann habe ich Arco-Flagellanten, eine meiner Lieblingseinheiten, die ist in dieser Edition auch gut geworden, weil die haben immer noch 2 Lebenspunkte und ein 4er Feel-No-Pain. Oh, das finde ich super. Das ist gut. Also ein guter, kleiner, günstiger Meat Shield. Dann habe ich 10 Battle Sisters und da ist St. Catherine angeschlossen und der Imagifier. St. Catherine gibt mir einen Haufen Buffs. Imagifier lässt mich in meiner Sachen rerollen von dem Miracle Dice. Ein Exorzisten, der indirekt schießen kann, Cover ignoriert, heavy ist. Das heißt, er schießt einfach indirekt auf 2. 10 Sacrissons, da ist noch ein Hospitaler dabei. Jetzt habe ich noch einen zweiten Hospitaler, der durch einen einzelnen Paragon heute geproxt wird, weil ich bin davon ausgegangen, René hätte eine Hospitalerin. Haben wir aber nicht gefunden. Ist ja, denkst du, das ist so wie Teller oder so? Jeder hat halt eine Hospitalerin. Ja, jeder hat eine Hospitalerin. Also. Er sagte, ja klar, kannst du Emulator, ich habe 3 Stück. Und sagt, ja, eine Tante wird das schon da haben. Dann machst du so, wenn der Junge 3 Emulator hat, dann wird er wohl auch ein Hospitaler haben. Ja, wenn der 9 Warwalker hat. Echt, ohne Mist, ja. Die stelle ich einzeln dahin, die hat kein Upgrade, ich sag's ihm auch jetzt schon. Wenn er sie tötet, kriege ich erstmal die Möglichkeit, weil du sie getötet hast, plus ein Enhancement für D3 weitere. Mein Plan ist also, du möchtest sie töten und sie ist in 6 Zoll zu Kete, weil dann werden es einfach nur 6. Ja. Und dann habe ich cool viele 6. Dann habe ich einen Castigator, der in der letzten Edition, ja, das war eher so die On-Off-Beziehung mit dem Ding, hat manchmal performt, manchmal nicht. Noch mehr Arco-Flagellanten und Ephraim, Stern und Kyganil, die haben Lone Operative, deswegen stehen die da einfach auch so rum, können ein bisschen sich bewegen, sind ganz okay, haben Fight First, das ist ganz cool. Und Fight First in dieser Edition ist ja so, ich fange an, wenn du dran bist. Und in der guten Reserve haben wir, wie gesagt, die 10 Seraphim, 2x5 Sephirim, die Nahkämpfer, und 1x5 Retributoren. Da habe ich angeschlossen einen Dialogus. Und der Dialogus sagt, mach doch einfach mit mehr Miracle Dice mehr Spaß. Alles klar. Und die haben alle Multimelter, um dein riesen Ding zu knacken, zu schmelzen. Im Multischmelzer. Ich spiele noch eine Armeeliste. Nee, Schreibst sie mir, hat er gesagt. Ich habe sie immer nur auf dem Tablet. Ach so, deswegen ich kann sie dir geben. Vielleicht kann René die ja in deiner in der Bewegungsphase oder so eben nachbauen oder so. I try. Ich geb dir einfach das Tablet und dann kannst du sie abzipseln. Ja. Sozusagen. Auf Wort für Wort. Wort für Wort. Blub, blub, blub. Ja, machen wir das doch einfach so. Machen wir so. Haben die sich schon beschwert, ja? Nee, aber ich habe mich beschwert. Ich habe mir gedacht, ich beschwere mich jetzt, bevor die anderen... Mach das mal. Genau 2000 Punkte. Will mal einer sagen, man kann nicht mehr 2000 Super unfair, erreichen. Ich habe 5 Punkte weniger. Ja, richtig, richtig assi, ne? Ja, habe ich gewonnen. Wollt ihr vielleicht noch mal kurz erklären, warum wir hier so Plexiglas-Platten haben? Ja, wir spielen nach dem Wunsch von GW, und zwar mit Geländezonen. Das wird auch morgen vorgestellt im GT-Pack, was released wird. Und auf diesen Geländezonen könnt ihr all euer Gelände, was ihr zu Hause habt, draufstellen. Und ihr wisst ganz genau, das ist der Footprint. Ja. Hier habe ich Line of Sights. Und diese Zonen helfen euch aufgrund dieser großen rechteckigen Plattformen zu sagen, hier können wir Feuerwinkel zustellen oder auch drehen und so weiter und so fort. Und hier haben wir eins der 4 Layouts hingelegt. Wenn ihr das zukünftig nachbauen wollt, ihr braucht exakt 6x die Platte mit den Maßen 12x6. Mhm. Also 12x6 Zoll. Wir sind in Deutschland, da reden wir nur mit Zoll. Dann braucht ihr 4x6x4 und 2x10x5. Es hat auch, irgendwer hat das geklippt aus dem ersten Stream. Perfekt. Falls ihr das nochmal nachschlagen wollt, dann schaut mal bei den Clips. Genau, wo ihr das herbekommt, ist, weiß ich selber nicht so genau. Ich gehe da auch auf
Acrylplattenzuschnitt24.com. Ich habe gehört, der ein oder andere nimmt auch manchmal Ceva dafür. Man kann dafür auch nehmen, was man möchte. Man sagt halt umgangs von in... Du spielst auf das eine Turnier an? Dillenburg! Nein, das war kein Thema. Warte, ist das da wirklich passiert? Ja! Also Papier hingelegt, weil sie kein Terrain hatten. Ah. Ist auch voll dumm. Nein, aber was ihr nehmen könnt... Das war keine Anspielung darauf, das war eine Anspielung an jemand anderen. Oh, der war tief. zum Beispiel hier in dieser Box, die hier liegt, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber diese Geländeboxen oder ja, wo die Gebäude drin sind oder Expansion Packs, auch Kill Team hat ganz viele davon, da gibt es die Battle Boards. Ja. Die Battle Boards findet man für einen Apfel und ein Ei. Überall. Oh, das ist eine richtig gute Überall. Idee. Die haben auch eine geile... geile Grafik drauf und da könnt ihr das aussuchen, was für euch am besten passt und dann nehmt euch ein Lineal und ein Cuttermesser, zack, zack. Das ist keine ja Stunde Arbeit. Selbst ich habe davon noch einen halben Umzugskarton voll, weil die Dinger fliegen einfach nur rum. Ja. Weil wir benutzen ja nicht, weil wir coole Matten haben. Ja. Die, vielleicht klauen wir die Idee für... Verdammt! Oder ihr bestellt einfach zukünftig bei mir ein Neoprenzone. Was? 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 Das gibt es schon? Noch nicht, aber okay, schon eine Idee. Das bestellen wir. Ja, das ist ja geil. Ja. Neoprenzone. Wir sind dran. Das ist ja perfekt, weil das ja dann auch nicht so spiegelt wie das Glas. Richtig. Ja. Und du kannst einen Ruinenboden machen. Komm, du musst gar nicht Werbung machen bei uns. Du musst einfach nur uns ein gutes Produkt sagen und wir sind so, das ist ja der Wahnsinn. Das kaufe ich. Oh mein Gott. Ja. Wir müssen dann so eine uralt 70er-Jahre-Werbung machen, wo man den Schrank aufmacht und der Schrank geht kaputt und sowas. Die konntet ihr immer damit leben. Ja. Aber das war so im Großen und Ganzen meine Liste. Ich freue mich. Geile Edition, geile Regeln, geile Leute, mit denen man zocken kann. Wir freuen uns. Wir spielen übrigens die Mission Verbrannte Erde. Ja. Mit der Aufstellung Schmiedefeuer der Schlacht. Crucible of Battle. Oh, der Typ, der weiß einfach, wie es läuft. Ja, mit Namen merken weiß der René, da bin ich richtig gut. Kann ich nicht, ich bin da so schlecht drin. Hier, Lacerator, Eightbond Eviscerator, Double Chain Fist. Hat ein Schild. Gorstorm Cannon. Hat was anderes als ein Schild. Hardest Gatling Cannon. Samniarius and Spine Grinder. Nein, das sind die Waffen von Angron. Are you shitting me? Die heißen Samniarius und Spine Grinder. Ich kenne eine Waffe von den Sisters und die habe ich nicht dabei, das ist Fidelis. Das ist der geile Bolter von Val. Ja. Ne? Die hat einen Sitz auf Terra. High Council und so. Wollen wir anfangen? Ja. Ja. Willst du anfangen richtig, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich will World Spiel spielen. Ja. Sag mir, ob du anfangen willst, sonst kann ich nicht würfeln. Ich will anfangen. Okay. Der lässt mich anfangen. 6! Ja, kannst du checken. So, das ist mein erster Miracle Dead? Verdammt. So. Mein psychologischer Trick hat nicht funktioniert. Hat er nicht? Wolltest Beim du Fred anfangen? Hat das funktioniert gestern. Ah, genau. Okay. Weil immer wenn ich anfangen will, dann sage ich einfach, willst du anfangen? Ja. Dann sagt mein Gegner, ja, eigentlich schon. Ja. Dann sage ich, okay. Und dann würfle ich und dann fange ich immer an. Cool. Hat das erste Mal nicht funktioniert. Ja, ich lasse mich für sowas nicht beeinflussen. Das ist ja so. Also das erste Mal spiel ich gegen einen Hütchentrick. 0000. Ah, geil. Voll Security. Jetzt können wir alle dein... Jetzt könnt ihr alle mein Tablet entlocken und nichts tun damit. Ja. Die App benutzen. Okidoki. Ich mach schon mal hier meinen Yahtzee-Wurf. Mach mal deinen Yahtzee. Ich ziehe mal zwei Sachen, die... So. Also ich habe einen Vierer-Pasch, schau mal. Ja. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Kannst auf jeden Fall was mitmachen. Die kann nicht in der ersten Runde gemacht werden. Bastion verteidigen kennen wir noch von Genie eben. Durfte es auch nicht machen. Da haben wir hinter feindlichen Linien. Okay. Zwei Units für 4 Punkte. Ja. Einmal so ein bisschen messen. Nee, du vielleicht kannst du mal kurz auf den Topshot geben, weil wir gehen jetzt gerade beide zur Seite. Ich werde jetzt mal kurz messen, was ich denn theoretisch gleich mit meinen Yahtzee-Würfeln machen kann. Mhm. Yahtzee mal. Lim, spielst du Celestine? Auf jeden Fall. Du hast nicht für sie bezahlt. Ist sie nicht drin, ne? Nee. Oh nein, dann habe ich keine Celestine mehr. Willst du was anderes dafür rauswerfen? Nö, die restlichen Sachen sind viel lustiger. Celestine ist für die Seraphim-Kombo völlig uninteressant. Okay. Tut mir leid. Puh, nee, muss... Guck mal, jetzt habe ich. Also, ich hätte auch mit, was auch immer sie kostet, mehr gespielt. 150? Ich war so stolz darauf, dass es genau 2000 sind. Aber die Liste habe ich gestern noch 8-mal umgeschmissen. Ja,
Ja, das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal schaffen. So, bevor ich jetzt das hier weiterbaue, machen wir jetzt erstmal gerade kurz Subs und so. Subadubs. Kann ich noch kurz meinen Kniffel kaufen? Kauf. Ja, dann kauf kurz hier einen Kniffel. Ich kaufe mir, ich mache einfach mal Druck. Boah. Und ich kaufe mir für Triple 4 Plus Advance und Charge. Junge. Und für Pasch kaufe ich mir plus 2 Movement. Du geiler. Ey, ist das erlaubt? Ja. Das ist recht aggressiv. Ja, und ich mache, dann liest man die Subs von der Zeit manchmal eine Scout-Moves. Ja. Hast du Scout-Moves? Ja. Dann machst du die zuerst, ne? Ja, ich glaube ja. Okay, dann macht mal eure Scout-Moves und in der Zeit, Officer Diva, Dankeschön für das Geschenke-Abo. Einfach mal an den Nightbot, der ist jetzt auch Abonnent. Dankeschön. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Dann haben wir Mido. Danke für die 5 Monate. Geil, Battery Port. Ja, ich habe auch richtig Bock zu sehen, was da gleich passiert. Und Detonator, danke für die 2 Geschenke-Abos. Und herzlichen Glückwunsch an die, die es erwischt hat. Und dann haben wir auch noch, außer Diva auch generell noch, danke für das Stufe 1-Abo im 27. Monat. By the way, Leute, das Ablecken von Türknöpfen ist auf anderen Planeten illegal. Was ist denn hier? Das ist von SpongeBob. Wer ist denn hier? Ja, bestimmt. Anderer Planeten und SpongeBob. Ja, das Ablecken von Türknöpfen ist auf anderen Planeten illegal. Das ist aus SpongeBob, glaube ich. Ey, du bist ganz schön. Aus SpongeBob? Ja. Und Stormwolf, danke für die 19 Monate. Und Pankala, danke für die, ich glaube, es sind so 110 Witze. Können wir wieder zurückfahren? Wir haben 10 Attacken pro Kopf. Echt jetzt? Ja. Damn, son. Das ist nicht gut. So. Du hast auch noch Advanced. Was haben die für ein Movement? Sie haben 9. Plus und 2. Ich habe plus 2, also 11 plus Advance und Charge. Und ich habe für 1 CP 6 Zoll Auto Advance. Das ist eine Menge. Junge! So, wenn man, ich gebe auf. So, ich zu viel Druck. Ich krieg ein CP. Ich habe mir schon einen hingelegt. Ich krieg noch ein CP, weil Junith auf dem Feld ist. Und ich krieg ein Wunderwürfelchen. Eine 5. Ich gerade mal gucken, ob ich das auch immer falsch spiele, weil der Drené macht mich gerade richtig wuschig. Ich mach dich wuschig. Ja, genau. Kann ich machen. Ich krieg noch einen Wunderwürfel, weil Battle Sisters auf dem Marker stehen. Eine 3. Ich nehme die Nummer 3. So, also wenn du einen 11er Move alleine schon mit denen hast. Also theoretisch 17 Zoll und Charge. Boah, dich hart. Dich ist hart. Gut. Dann gib er auf. So. hab ich da Platz? 12 stehe ich hier. Ne. Die Action werde ich nicht machen können. Ne. Boah. Gut. Das ist gerade richtig anstrengend, die Idee. Weißt du was, Genie, du hast mich gerade gefragt. Ob ich irgendwas brauche. Komm mal gerade runter. Tippst du mal die Liste. Hier bitte mal Lims Liste. Ich kann nicht Regie und Lims Liste gleichzeitig machen. Ich mache jetzt die Demon Fuges. 5 Zoll. Jo. Wie weit kann denn Angron? Lacht das schon. Plus 2, der hat bestimmt 14, der hat 16. 14 Zoll, glaube ich. Der hatte vorher 16 Zoll und jetzt hat er 14, glaube ich. Also 16 plus Charge. Ja, dann probierst du. Mit 1 CP 22 plus Charge. Are you shitting me? Weil Advanced. Also da ist ja der Advanced noch nicht dabei, ja, ne? Ja, den 16. Also von hier Charge der Keule. Ja, genau. Ja, macht er das wohl. Das ist total krass. Da kann ich nichts machen. Klär auf den Schusswinkel, wo ist hier Grille? Oh, den sehe ich nicht mal. No. Der ist so ein richtiger Cannonball, der Angron. Aber den sehen wir und bin ich über den, die da unten sind. Ja, achso, wegen indirekt, ja. Genau. Ja. Achso, ich würde die dann, glaube ich, ja, kannst du dich auch rausstellen, aber ich kann genau, 10 Zoll fahren. Achso, ja gut, nee, dann ist es egal. Aber wenn ich fahre, also stell dich ein Mühe zurück, dann kriege ich minus 1. Ich bin heavy. Dann fahre ich ein Mühe. Und bin mir ziemlich sicher, hier sind die Acrylplatten alle dicht, dass der mich nicht befeuert. Ja, hier ist sehr dicht. Genau. Die Hospitalerin, also erstmal.
Die Hospitalerin, die bringe ich ins Hospital. So. Ja, nimm mir jetzt mal eine Frage an dich. Ja. Ab wann kann man denn die Datasheets als Karten kaufen? Könnt ihr schon. Warum ist das eine Frage an mich? Letzten Samstag. Nee, an Lim. Ach so, an Lim. Letzten Samstag. Ne, ich meine, die in Vorbestellung. Die sind schon raus, ne? Ja. Aber meine Karten sind zu sehen. Ah, okay. Ja. Aber die sind ja ausgedruckt, oder? Die sind selber gedruckt und laminiert. Das hat mich ein Stündchen gekostet mit meiner Frau zusammen. Easy peasy. Ich bin super leise. Ruben, muss ich jetzt wieder näher dran, weil gestern war ich ja zu laut. Ja, du musst näher ran. Ah, okay. Ich habe aber auch. Hi. 48, das reicht. Der kann stehen bleiben. So, dann. Haben Sie gesagt, dass Sie Gelände mitverkaufen oder nur die Matten? Nee, nee. Nur diese Neoprenmatten irgendwann vielleicht mal. Irgendwann das ist vielleicht so, mal. Es ist so schlimm, irgendwas im Internet zu sagen, ne? Ja. Der hat aber gesagt. Es ist. Und weißt du, wer gefragt hat? Wer? Der Tobi. Der, nicht der, den, ich glaube, den kennst du nicht, Lim. Drei. Aber der Ruben kennt den. Mal wieder der Tobi, ne? Liebe Grüße. Liebe Grüße, liebe Grüße Tobi. Ich habe vorhin noch geschrieben, alles gut wegen gestern. Ja. So. Gibt es in der 10. eigentlich noch so Relikte wie Schwert? Ja! Und die Palatine hat ein Schwert. Ja. Mein Juggernaut-Lord, Elianoris Schwert. Der hat eine Kleve. Der kriegt ja plus D3 Attacken und Damage, wenn er charged. Kann er 5 Damage machen mit seiner Axt. Die Arco-Flagge landen Rennen auch mal. 3 aussteigen, 7 laufen sind 10, sind 12 insgesamt. Poop. Damit werde ich mich nicht aus deinem Feuerwinkel ziehen können. Dann ist das okay. Dann blocken wir mit dem Rest. So. So, ich guck mal, was gibt's denn. So dumm war die Frage ja jetzt wohl nicht. Doch. Der fährt so. Der hätte einfach nur zuhören müssen. Der fährt so. Dann kannst du einen Rhino kaputt machen von mir aus. Bin jetzt eigentlich so gemein. Und die steigen vorher aus. Ich hab den Tobi doch lieb. Viel witziger. Stellen sich hier. Ja. Bin jetzt nur so gemein zu Leuten, die er lieb hat. Ja. So. Meine Sacre Sons mit Junif. Die Advanced. Kawabanga mit einer 6. 12 Zoll. Und was machen die? Die laufen einfach durch ihren eigenen Panzer durch. Was? Lim cheated? Nein, das ist neu. Und selbst die Hospitalerin kann hier rüber. Das hätten die früher auch gekonnt mit diesem einen Sisters Chapter, wo die dann beim Advancen durch alles durchglitschen können. Oder waren das Necrons? Das war nicht Sisters. Okay, dann waren es Necrons. Durch Wände laufen, das kenne ich gar nicht mehr. Ja, nee, der 9. ist aber auch schon echt, also schon lange her. Für dich jetzt schon echt lange her. 5 Tage? 5 Tage ist schon echt eine lange Zeit. Für mich jetzt ein gutes Quartal. Ich habe in den letzten 4 Tagen haben wir 8-mal Warhammer gespielt in dem Raum. Oh, jeez. Ich glaube, ich bin schon soweit rumzurödeln. Weil bei mir ist Movement immer. Schießt einen rein. Ja, so. Castigatore rödelt mal da drauf. Ja? Der auf den Lord of Skulls. Auf den Lord of Skullies. Der hat 3 plus D6 Schuss. Ja. Rabutz. Ja, sind 6. Matte Fensterplatz. So. Er trifft, weil. Keine Boni außer Ignore Cover und Blast. So, bist du 5 Modelle? Treffer auf die 3. Wunder auf die 5. Darf Einsen wiederholen. Mhm. Und hab damit. 2 Stück. AP. AP minus 1. Alles klar, ich habe Cover, also wieder auf die 3. Okay. Guck mal, nichts passiert. Ich habe gar nichts passiert. Ich habe Ignore Cover. Achso, ja, ich hätte auch 2 Fünfen gehabt. Ich habe ehrlich gesagt, so beim Gucken so, warte, ich muss hier was machen. Können wir so, ich habe eine Hunter Seeker Missile, die muss immer raus beim ersten Mal. Die trifft auf die 2. Also die muss nicht immer, oder? Aber die muss raus. Aber von dir aus. Darf ich wiederholen? Mhm. Ah! Ja, schade. Schade, die ist so gut. Jetzt ist sie weg, ne? Sie ist weg. So wie so eine Silvesterrakete. Einmal in die Luft geschossen und. So. Matadori Nummer 2 schießt auf. Seht ihr vielleicht jetzt nicht, aber hier drin sind noch ein paar Typen. Ja. Und ich schieße indirekt. Ich will jedes Mal, auch was du gerade gefragt hast, sagen: Die werden doch nicht gesehen, die Fenster sind doch zu. Keule, und dann wir spielen ich jedes unten Mal, zu. Dass die indirekt sind. So, und die ist echt gut geworden.
So, 2 plus D6. Ja, sind 4. Mhm. 3 Stück. 3 Stück mit mhm. minus. Achso, Castigator gucke ich die ganze Zeit. Minus 2. Mhm. Mit Cover, also dann auf die 4. Mit Cover, jawohl. Wie viel Damage? D6. D6? Ja. Okay, einer geht durch. Wie viel Leben hast du? 3. Tschüss. Nimmst schon Miracle Dice? Ja, klar, du kriegst so, viele. Warum muss ich denn immer gegen so eine Tate Dice schauen? Weg damit, ich will nicht würfeln, ich kann nicht würfeln. Siehst ja bei meiner Hand das Seeker Missile. So, habe ich eine Unit zerstört? Nee, nicht ganz, nein, ne? Nein. Nur zu einem Drittel, tatsächlich. Okay, ich halte Niemandslandmarker für 5. Mhm. Und das wird 5 Punkte, bitte, danke. Was hast du da noch? Hinter feindlichen Linien. Oh, ja. Kannst du gleich screenen, weil ich komme gleich, wieder. Ich habe nicht so viel zu screenen. Achso, ich muss mal auch gucken, ob ich, wäre ich auch in 36 gewesen? Nee, ne? Nee, nee, gut. Weil die, das Ding hat ja auch noch 3 Rödel Heavy Bolter. Das ist gleich eh kaputt. Echt? Scheiße. Na gut. Sag ich jetzt Turn. So, aber keine Ahnung. Ja. Ich ziehe erstmal Karten. Ziehst, genau, ich nehme schon mal ein CP und ein Miraculous. Ein Miraculi. 2. Ja, ich habe Niemandsland sichern, das ist ganz cool. Ich glaube, ich darf. Und ich habe die Gebietsverweigerung für die Mitte. Okay. Ha, schaffst du nicht. René, ab in die Chatzeit. Yes, ab in die Chatzeit. Ja, an der Stelle erstmal danke an Locus für das 12 Monate Abo auf Stufe 1. Vielen, vielen Dank. What's up? Ja, what's up zurück. Und geil, ein Jahr voll. Vielen lieben Dank. Und Lim, ich soll dir von Silberkralle. Ja. Ne, wieder liebe Grüße aus Kassel vom Mini Paradise, natürlich besonders an Lim. Oh, dankeschön, dankeschön. Ja, das nice Würfeltray haben wir auch vom Lim. Der Lim, der war quasi heute der Weihnachtsmann. Der kam im Hochsommer. Und genau, im Hochsommer. Wir haben ja hier auch Karneval im Sommer. Feiern ja manche Leute. Und wir haben einfach Weihnachten im Sommer gehabt. Weil der Lim hat einfach dieses geile Würfeltray uns noch mitgebracht. Und das hat sogar eine Geschichte. Ich weiß nicht, die Geschichte hast du heute wahrscheinlich schon 4-mal erzählt, Lim, aber was war ja die Geschichte von diesem Würfeltray? Dieses Würfeltray. In dieses Würfeltray haben Profi, wenn es den Begriff gibt, Profi-40k-Spieler gewürfelt. Und zwar. Haben wir auch heute auch schon. Haben wir schon drin gewürfelt, vor allem Jimmy und ich. letztes Jahr in New Mexico, November rum, gab es das Grand Narrative und Grand Final US Open in Albuquerque, war das, glaube ich. Und ich habe die ganze Zeit nach Meth gesucht. Und im Finalspiel, was ich auch gejudged habe, war John Lennon von Art of War gegen Jack Harpster von Art of War. Und die haben dieses Würfelbrett benutzt. Und ich habe es so wenig benutzt, aber ich wusste, ihr habt ein Dice Tray. Ich dachte, ah, vielleicht kann ich euch damit eine Freude machen. Und da weiß ich, hier ist es auf jeden Fall gut aufgehoben. Das ist total lieb. Das war wirklich das geilste Ding, was jemals jemand mitgebracht hat. Ja, weil es ist halt auch super praktisch. Und das Beste ist halt, genauso wie auch die Missionszielmarker, auf denen wir gerade spielen, davon hat man auch welche mitgebracht. Die kann man auch so gar nicht kaufen. Und das sind einfach so kleine Upgrades für den Stream, die einfach in der Summe das Ganze nochmal hochwertiger machen. Das ist nicht mehr etwas, was man aktiv merkt, finde ich. Das ist nicht mal so, dass man sagt, oh, das ist jetzt irgendwie eine krasse Neuerung, wie wenn jetzt die Wand auf einmal gelb wäre oder so. Aber es macht so viel aus und es wird in einem halben Jahr auch immer noch so viel ausmachen. Und es wird mich immer an die schöne Streaming-Woche erinnern, wo der Lim da war. Als ob ich nie wieder herkommen darf. So, aber ich sag dir was, wenn wir 250 Viewer machen, dann verlosen wir noch die hier. Bei 250. Die kann man nicht kaufen, ne? Kann man nicht kaufen. Hier auf keinen Fall. Bei 250. Ich kann es nicht live einsehen. Ihr müsst, also Leute, ihr müsst mir das bitte sagen. Falls wir 250 Viewer erreichen. Gibt es Drukaris. Drukari? Die sind richtig gut, diese Edition. Unterschätzt die nicht. Vor allem der gute Tantalos. Mein Gott. Wir sind schon bei 226. Ne, sobald 250 geknackt wird, ja, machen wir sofort Verlosung. Dann gibt's Rams. Aber ihr müsst gar nicht lang gefackelt. Genau, aber ihr müsst drauf achten, bitte. Ja. Sonst, weil ich sehe es hier gerade nicht. Und nur mit Screenshots, sonst glauben wir euch gar nichts. Ja. Und Sintas hat auch schon, nachdem er gefragt hat, ob er jetzt auf der schwillen Treppe ist, auch Grüße an alle und natürlich Lim gehen nochmal raus.
Dankeschön. Kennt man Synthas? Synthas ist auf jeden Fall ein leidenschaftlicher Zuschauer bei uns. Ah. Genau. Also ich freue mich auch total, ganz viele Namen auch wieder zu erkennen. Das war das Geile an der Community, dass irgendwann hat man so diesen Namen, ach du bist ja der und hier und Rasputin, wo ich den das erste Mal auf dem Turnier gesehen habe. Ich so, oh, wie knuddelig und voll cool. Und wenn die dann halt schreiben, so im Discord oder auch in Chats, wenn du streamst, dann hast du ein Bild dazu und es ist ein ganz anderes Gefühl, als würde da XXNoScope360XX schreiben. Du hast nicht mal ein Bild dazu. Ja. Dann ist dir die Nachricht so vollkommen egal. Ich gebe hier den 1 CP aus, ja, für den Outer Advance. Wo? Bei den 8-Bound. Why? Weil ich will da vorne in die Ruine rein. Das ist ein Schisser, bist du doch. Ja, der Ruben, der hat ein bisschen Angst. Das ist wirklich. Ja, gut, der fährt hier gerade mit einem roten Enzian durch die Stadt. Auf jeden Fall. Hier war noch. Ich mache noch schnell 24 Accounts. Moment. Ja, müssen wir. Keine Ahnung. Wenn Genie irgendwann mal hier ist, dann kann ich ihr auch sagen, sie soll dann mal eben schnell noch einen Discord-Post machen. Hat Genie das denn mitbekommen? Ja, ich habe ihr geschrieben nochmal. Sie hat es nicht mitbekommen, aber jetzt schon. Also noch ein bisschen Blattgold auf den Rand wäre schon was. Ja, so auf dem Dice Train noch so ein bisschen Blood Blattgold. Blood Gold. Yeah. Genau, Blood for the Blattgold. Gibt's die Farbe schon? Blattgold. Die Matten in den letzten Tagen waren die 60x44. Ja, das ist immer noch die richtige Turniergröße, ne? Ja, die bleibt auch so und wird das erste Mal schriftlich festgehalten. Sonst sagen die ja immer, wir recommenden ab da oder größer. Mhm. Und da haben sie 60x44 reingeschrieben ins GT-Buch. Achso, ja. Das ist cool. Es tut mir leid, Lim, aber Locus fragt, was sind das für Plexiglasplatten? Ja, die Plexiglasplatten geben einfach nur die Zone an, wo das Gelände anfängt und aufhört. Vor allem mit den neuen Regeln macht das noch mehr Sinn. Erst wenn ein Modell vollständig, also Käthe zum Beispiel, wenn jetzt genau ist, ist nicht vollständig im Gelände. Jetzt schon. Und Ruben hat nicht hingeguckt. Und geil. Jetzt könnte sie rausschauen. Allerdings spielen wir auch mit dem Zusatz, dass die Fenster unten zu sind, oben nicht. Also wir können uns auch ruhig noch oben draufstellen. Und vor allem fürs Schießen sind diese Platten halt besonders wichtig, weil ich kann nicht über diese Platten eine Line of Sight ziehen, außer der Gegner ist halt eben in dieser Platte drinnen. Mhm. Also der Lord of Skulls kann gar nicht hier meinen Panzer beschießen, weil das könnt ihr gerade ganz gut sehen. Hier ist der Lord of Skulls, hier ist eine Platte und hier ist eine Platte. Hierdurch geht seine Line of Sight einfach nicht. Dieser Panzer ist geschützt. Wenn diese Platte nicht da wäre, würde man das genaue Gelände nehmen und auf einmal wäre die Platte offen. Aber hier machen wir richtig schöne Schusskorridore. Man kann zwischen den Gelände laufen, so wie er es gerade gemacht hat. Er hätte gar nicht die 6 Zoll advancen müssen, weil ich habe keine Chance, momentan hinter diese Plexiglasplatte auch zu schauen. Aber natürlich will er auch nächste Runde die zweite Welle reinschicken, nachdem Angron dann tot ist. Also der ist eh gleich weg, ist ja. Ich bin fertig. Ja. Wie heißt dieser eine Typ, der so Short-Videos macht? Der macht immer. Ja, ja. Matthew? Ich weiß nicht, der ist so geil, der Typ. Hat immer Sandalen mit seinen Shorts und dann steckt er sich immer so Sachen in sein kariertes Hemd und macht dann immer so auf Papa so. Ja, ja. Deutsch oder Englisch? Deutsch. Achso, nee, dann kenne ich den nicht. Nur noch eben kurz eine Frage. Ja. Pankala fragt: Arbeitet Lim irgendwie für GW oder so? Nee, aber würde ich gerne. Wäre total geil. Nice, das war die Antwort. Dann? Was ist da jetzt noch drin gerade? Das sage ich dir nicht. Nichts. Achso, nichts. Stimmt, die Flagge landen. Die sind darüber. In die Mitte raus. Und die sind hier drauf. Wisst ihr, wie viel Objective Control ein Lord of Skulls hat? 24? 8. 8. Natürlich 8. Und die aber so waren, na, ist halt Korn, der hat halt 8, ne? Ja, ich schieße jetzt einfach mal. Und ich habe nur eine ganz kurze Schussphase. Und, also ich glaube, ich musste nicht ansagen, dass die beiden Units die Aktion machen. Ne? Also, ja, 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 ja. Doch. Aber die würden eben beide sterben. Der Lord of Skulls, der ballert einfach in den Castigator rein. Was? Den, auf was trifft denn der so? Der trifft auf 3. Ja, okay. Pop Smoke. Oh, dann krieg ich noch 4, ne? Ja. Mal gucken, was hier das Ding wird. Stealth und Cover. Erstmal D6+3 Gorestorm Cannon. Tötet er mich? Nee, sag mal. Du musst dran glauben. 6 das Schuss. Ist das Wichtige. Was soll ich nicht dran glauben, wenn Mergel da ist? Mach's einfach. Ach, guck mal, war schon mal egal. Dann nehme ich den CP wieder.
Was hast du denn für eine Toughness? 10 oder 11? Weil ich habe auch Stärke 10. Ja, dann passt also das. Also auf die 4. Ja. Guck mal, zweimal. Mit AP 2, 3 Schaden. Okay, also noch AP 1. Habe ich noch einen 4er, den würfel ich erstmal. Sorry, falscher Würfel. Und der zweite. Der geht durch. 3 Schaden? Genau. Dankeschön. Jetzt hast du mich gedamaged. So, ich presents to hit. Ach so. Aha. Aber auch 3 Leben verloren. Das ist okay. Okay. Ich wollte nur nicht 6 verlieren, weil dann krieg ich wieder Minusätze. Aber da kommt ja noch die Gatling, also. Na! okay. So, das sind dann nochmal 12 Schuss. Wenn nur noch auf die 4. Auf die 4, aber mit Sustained Hits. Nein! Naja, kein Sustained Hit dabei. Guck's dir an hier, Stealth. Ja, 2 Stück. 2 Stück. 2 Würfel hast du mir geklaut. Shit. Auf die 5. Reroll einmal oder sowas? Nee, nee. Nee, gegen Fahrzeug. Ach, einmal? Einmal mit und? AP2 2 Schaden. Alter, auch AP2. Für 2 Schaden, ich will noch mal gucken. Nicht, dass der Threshold. Nee, der ist 1 bis 4. Gut. Würfel ich und halte ich. Okay. Ja, das war eine sehr erfolgreiche Schussphase. Ich gucke einmal noch mal kurz an. Ron hat ja noch so eine Fire-Presence-Geschichte. Ne? Dein Depp. Der hier. Ich weiß nicht, warum ich mir das in letzter Zeit so oft angewöhnt habe. Ich finde den halt so dusselig, dass du ihn immer den dusseligen Momenten machen musst. So nicht, weil du wirklich was Gutes gemacht hast. So wie jetzt. Okay, Angon. Okay. Spuck deine Peitsche oder was auch immer du hast. Nee, Angon hat keine Schusswaffe. Der hat nicht mal den Atem? Nein, hat er nicht. Also ich habe nur vergessen, den Wrathful Presence anzumachen. Ist aber für jetzt noch egal, weil ich glaube, für die beiden Typen braucht er jetzt keine Hit Results. Deswegen charge Angon jetzt in die rein. Du traust dich aber auch was? Mit einer 3. Okay, es reicht. Ja, okay. Dünne. Ganz dünner Angon. Du hast ein OC von 8, das hart. Und der Lord of Skulls, ja. Der charge hier die anderen beiden. Ja, der braucht natürlich einen ordentlichen Wurf, um da sein Popo um die Ecke zu kriegen. 7. Das lasse ich dich vermessen. Du sagst mir dann, ob ja oder nein. Ja, jetzt kannst du mal gucken, was der Judge also, sagen würde. Also mit einer 6 steht er so. Ja. Ja, dann noch ein Zoll. Ich glaube, dann kommt er rein. Also wird er nie wieder ausparken können. Jetzt wahrscheinlich so 12 Zoll erstmal zum Fort zurück. Ich stelle aber mal andersrum hin. Ja. Dann sieht man den in der Kamera cooler. Ah, okay. Natürlich. Ich bin für den Style, für 3 Arco-Flagge landen. Ja. What the F? Ja, dann aktiviere ich mal Angron. Ja. Der hat. Hallo Angron. Der hat 18 Attacken mit Sam Nyaris und Spinegrinder hier. Das war keine Lüge vorhin. Wie kann man sich sowas merken? Also, es ist so. Ja, das ist doch voll cool. Ja. Also Spinegrinder kann ich mir merken, das andere, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich auch. Er hat was genuschelt. So. Leider da treffen wir auch 5 nicht, ne? Dann wird es jetzt aber knapp. Mann. Er will den Battle Report in die Länge ziehen, merkst du das? Das ist jetzt nur, auch nur auf die 2, ne? Fuck, da habe ich auch 4 nicht verwundert. Ey, actually hast du wirklich wenig jetzt. Also du hast echt so wirklich viele, ne? Das sind 9 Mal. Von 18 Attacken. Das ist gar nicht so unrealistisch. Der hat nur 9 von 18 auf Arco-Flagge landen. Mit AP2 Damage. Achso, das sind gar keine Arco-Flagge. Das sind Assassins. Ach so. Von denen, wolltest du die nicht chargen? Ich lasse dich noch zurück. Mann. 5er. Gott, Miracle Dice für mich. Ja, kurze Sache, Lim. Ja. 6. Du darfst beim Würfel nicht zu weit nach vorne bücken. Ach so, weil da mein Kopf drüber ist. Genau, weil dann verdeckt die Cappy nämlich die Cap. Ja, weil ich. Wie soll ich denn sonst gewinnen? Das stimmt auch wieder. Ja. Kann niemand nachweisen, dass du geschummelt hast. Genau. Und der Lord of Skulls. Das war Video. Zeig mal. Ja, Lord of Skullies. Weil tatsächlich haben die Arco-Flagge landen halt den 4er Filmpain. Da geht öfter mal was Shep. Die haben einen sind schon 5 Korn-Berserker abgeprallt. Haben die einen Lebenspunkt oder haben die 2 Lebenspunkte? Ja. Dann nehme ich doch die Waffe mit 8 Damage. Okay. Warum übertreibt der jetzt? Einen nicht getroffen. Das sind gar nicht so viele. 4-mal mit AP 4, 8 Schaden. Ich check nochmal. Wenn er jetzt einen 6er Retter hat und jetzt einfach. Irgendwie kein Retter dabei.
Gut, ich mach mal den ersten die Hälfte. Der ist tot. Und zweiten die Hälfte. Der ist auch tot. Und der dritte die Hälfte. Oh! Er hat noch einen. Nochmal vier hinterherwerfen. Boah, da bin ich richtig sauer geworden, ne? Da bin ich richtig sauer geworden. Na gut, krieg ich mir wieder. Okay, dann bin ich durch mit meiner Runde. Ja, ich kriege. Dünne, hätte ich für The Mighty Ocho Core noch eine 6. Ich krieg 5 Punkte für Gebietsverweigerung. Für die Mitte. Und 5 Punkte für Niemandsland sichern. Wie soll ich den denn in der Mitte da wegschieben? Der sieht ja wie so ein Bulldozer, steht der da. Wir nehmen einfach den Lord of Skulls und schieben ihn woanders hin. Das Ding ist, der kommt da halt auch nie wieder weg. Warum? Also außer mit... Warum sollte er auch? Er hält den Aber Mutenmarker. Er steht auch jetzt da, ne? Ja, der Igel wohnt jetzt hier. Ach, ja. Hätte ich doch mal Celestine in der Liste. Ja, dann gehen wir in die zweite Runde, ne? Okay, dann gibt es erstmal für mich 2 CP wegen Yunith. Und für mich gibt es Yahtzi. Ich kriege auch noch einen Jatzi, den würfel ich bei dir rein und versuche. Ah, das ist die Treppe 6. Ja, Gott sei Dank. Warum ist Angron noch nicht tot? Yes, jetzt muss ich ihn töten. Jetzt ist die Stunde der Stunde. Und in Wahrheit stirbst du jetzt, Angron. Das ist aber tricky, dass ich das immer am Anfang der Battle Round kaufen muss, ne? Das heißt, jetzt ist die Frage, was kaufe ich mir denn? Ja, was kaufst du jetzt? Ich kaufe mir einen Phenopain. Ein Phenopain. So ein Schwein. Okay, dann gehen wir mal in die Chatzeit, würde ich sagen. Also erstmal Mock Aeon, Dankeschön für die 24 Monate. Ui, 2 Jahre schon. Ja, das ist wirklich eine lange Zeit. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann hat noch Poday. Ich glaube Poday. Oder Poday? Ich glaube, ja, der kennt dich. Poday. Ja. Hat geschrieben, Lim, schön dich enthusiastisch für 40k zu sehen. Ja, es ist mega. Dieses Spiel ist das Beste. Ich kaufe mir einen 6er Phenopain für die 2 Dreien und für die 3 Sechsen. Kaufe ich mir. Der kauft sich einfach alles, was er will. Ja, ja, ist einfach. Er kauft sich alles, ne? Das kaufe ich mir Fight on Death. Ne! Auf 4 plus dann, ne? Ja. Oder will ich gleich irgendwie schnell sein? Ah, ich bin ja nee, schon mach mal nicht Start, so. Ne? Sei mal nicht so der Imperator. Nee, ich kaufe mir mal Advance and Charge. Ey, Crit, einfach nur, um gleich zu bedrohen. Abo im ersten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Und alle, die jetzt auch vielleicht ein Geschenke-Abo oder sowas abbekommen haben, verknüpft euer Discord mit eurem Twitch-Account, ne? Weil dann könnt ihr nämlich auf unserem Discord-Server, auf dem Pentomancy Discord-Server, in den VIP-Channel und da findet ihr nämlich Rabattcodes für PK Pro und Games Island. Und das sind richtig geil saftige Rabattcodes. Wenn ihr also ein bisschen sparen wollt, dann ist das the way to go. Und Ygarlov, danke für die 32 Monate. Dankeschön. Ich sehe ja gar nichts. René, kannst du Genie fragen, ob wenn die irgendwann dann runterkommt, noch ein Wasser mitbringen kann? Ja. Danke. Die Aufgaben. Stehst du auf dem Marker? Ja. Peilen. Was hast du für ein OC? Ich glaube, die haben 2. Ich glaube, mein Rhino hat mehr. Hat er 3? Ich glaube, mein Rhino hat 3 oder 4. Ah, die haben nur 1, die Elfen. Ich mache nicht mal einen Spaß. Ich glaube, Rhinos sind useful zum Marker halten. Drei, ne? Ich habe es Rhino nicht mitgenommen. Muss ich in der App gucken. Hast du dafür auch keine Punkte bezahlt, oder? Nö. Für was denn? Ist ja eh nur ein Power-Level. Transporter macht doch sowieso keinen Schaden. Wir können mitnehmen. Ja, das sowieso nicht. Also, ich mach gleich einen Tank. Also, warum Punkte bezahlen? Ich mach gleich einen Tank-Shock. So. Dann haben wir noch. World Eaters haben Fight on Death. Emperor's Children haben Fight on Meth. Oh. Achso, ich muss ja auch noch eine Mission ziehen: Gebietsverweigerung. War das Mittel clearen? Ja. Was? Lul. Das war dasselbe, was Lul. ich gerade hatte. Okay. Also Locus, es sind Plexiglasplatten, weil GW Plexiglasplatten verwendet, weil die durchsichtig sind. Die spiegeln jetzt hier natürlich so ein kleines bisschen, aber das ist einfach die beste Lösung, weil dann hat man immer, sieht man immer noch die schöne Matte. Und für quasi für den Stream ist es nicht hundertprozentig geil, aber wir wollten halt mal gerne auf den Layouts spielen, die jetzt morgen extra rauskommen. Deswegen kriege ich die Mitte. 8, sagst du. Achso, bei Gebietsverweigerung darfst du gar nicht drinstehen, oder? Genau, da geht es nicht um den Marker, sondern um die Zone. Aber du kriegst trotzdem
irgendwie 2 Punkte, wenn du Holy Within 6 in der Mitte bist. Okay, wie soll ich... Ach so. Wait a second. Mit... Okay. Holy Within 6 ist ja nur hinter der Acrylplatte. Das einzig Doofe an den Gebäuden, es sieht super geil aus. Ne? Man sieht nichts. Aber die Seitenkameras zeigen leider nicht so viel. Ja, musst du bessere Kameras machen. Ja, müssen wir irgendwie bessere Winkel finden. Von weiter unten und weiter weg oder sowas. Ja, wenn du uns noch einen Raum gibst für weiter weg. Naja, da hast du doch locker noch bis dahin und dann runter und dann... Hey, bei Technikfragen, Ruben fragen. Bei Technikfragen, Ruben fragen, ja. Da gebe ich jetzt ein Miracle Dice 3 aus. Bupp, laufen die beiden hier vor. Ruben, was sagst du denn dazu? Wozu? Zu 2 Punkte. Vorschlag. Naja, immerhin. Neuer Raum, finde ich gut. Nein, die Kamera, die Seitenkamera einfach ganz an den Rand stellen, an die Wand runter machen. Können die unter den Tisch auch machen? Unterm Tisch, finde ich auch gut. Wir könnten auch... Plexiglas-Tisch. Wir können Plexiglas-Tisch machen. Der ist gut. Wir machen einen Plexiglas-Tisch draus. Ja, ich fahre hier vor. Ich glaube, die Matte macht überhaupt keinen Sinn, aber ich mache trotzdem. Ja. Das kommt morgen raus, also diese Footprint-Base. Nein, das kommt nicht morgen raus. Morgen kommt das GT-Layout raus. Also morgen kommt einfach nur... 5 Seiten oder was auch immer, die ihr euch runterladen könnt. Reading the card explains the card. Und da könnt ihr dann auch Klopapier nehmen, um das darzustellen. Diese Plexiglasplatte. Oh, gut, dass du die nicht beschossen hast. Die hatten ja auch den Scout-Move. Habe ich das richtig gehört, dass morgen die GT-Regeln kommen? Ja, morgen kommen die. Wir laufen jetzt einfach mal hier hoch und schießen mit ein bisschen Bolterfeuer rum. Wofür sind die denn da, die Platten? Also die Platten sind dafür da, um Geländezonen zu markieren. Das heißt, die Geländeplatte, die blockiert komplett Line of Sight. Stell dich einfach vor, die gesamte Fläche der Plexiglasplatte ist obscuring. Ist also eine Achso, in meiner Command Phase möchte ich noch die 2 rerollen für meinen... Sorry, kein Thema. 4. Alles gut. So, hier haben wir den Multimelter, der schafft es auch da dran. Die Reflexion der Fenster sieht richtig sick aus. Oh, danke schön. Ja, wir haben uns richtig Mühe gegeben. Jetzt Fenster auf dem Tisch. Können wir nach unten durchgucken. Woran lag jetzt eigentlich das Rauschen gestern? Wie habt ihr das behoben gekriegt? Keine Ahnung. Ja. Das sind diese geilen Momente, wo ich immer sage, ich war's. Aber ich sage euch nicht, wie. Kommen morgen dann auch die Terrain-Layouts? Yes. Astaroth hat immer noch nicht sein Geheimnis verraten. Oder war es Azarael? Irgendwer hatte dieses Geheimnis mit dem einen Deutschen. Oh, und ja. Leute, ich merke mir sowas. Ich habe das nicht vergessen. Ja, irgendwann wirst du ihn fragen, ne? Gewitter? Einer auf meinetwegen Gewitter. Aber es ist in ja Neues Düsseldorf? Es ist ja auch heute noch so ein bisschen. Uff, aber hier drin ist auch warm jetzt mittlerweile. Ja, hier es ist liegt also, an, es liegt an uns. Es ist, glaube ich, alles. Es ist so eine Mischung aus ja. wahrscheinlich 30 Faktoren, ja, die alle stimmt. dazu führen, dass letzten Endes wir leider Rauschen haben manchmal. Was wird jetzt passieren? Angron stirbt. Da bist du dir sehr sicher, ne? Total. Es geht halt voll in die Hose. So, wo screenst du mich denn hier aus? Bis dorten. Ey, Detonator, das heißt, nochmal danke für die 2 Geschenke, aber und dann bin ich von dir. Ja, herzlichen Glückwunsch an die, die es erwischt hat. Deployment Zone, ne? Ja. Gut. Könnt ihr nochmal. Achso, du hast Fight on Death jetzt gewählt für alle Einheiten. Nee, ich hab. Feel No Pain und. Feel No Pain und Advance and Charge genommen. Achso. Oder soll ich Fight on Death nehmen? Kann ich auch machen. Wenn du Fight on Death nimmst, charge ich dich nicht. So, das war mein Gedanke gerade. Was hätten sie denn gern? Dann nehme ich Fight on Death. Na, dann charge ich dich wohl nicht. So. Und Angron hat sich Hit Rerolls angemacht. So. Ah, okay. Jetzt habe ich es gesagt. Das ist das Spiel, was wir hier spielen. Hörst du das hier eigentlich? Ja, judge du auch mal, oder? Nee, also das Ding ist, Ruben ist auch unjudgebar, weil... Und? Weil ist das ein Wort? Unjudgebar? Ja, habt ihr das hier schon etabliert? weil das genau der Ruben-Way ist. Das ist so lange entspannt, bis es nicht mehr entspannt ist. Und dann werden die Arschbacken richtig, richtig krass zusammengekniffen. Ja, ich verstehe das. So, achso, meine letzte Hospitalerin. Wo will sie sterben gehen? Sie könnte dich chargen. Dann muss ich die hauen, ne? Konstruktion bei euch. Ja, dann musst du sie töten. Es geht dann gar nicht anders. Ruben,
Mhm. Azariel sagt, das ist bei uns eine absolute Ork-Konstruktion. Hier zu Hause? Ja. Ja, auf Studio. Jeden Fall. Ja, ne? Ja. Ja. Aber nur von außen. Okay, ich wäre so weit. Okay. Wobei, wenn Angron wirklich nicht stirbt, dann wäre ich echt pissed. Also ich kann mir hat der Towering auch noch? Ich sag, also hat Genie noch Zeit? Ja, der Towering müsste der haben. Ich schaue noch mal ganz schnell rein. Ich muss sowas, Liebe geht raus. Dankeschön, der Mate. Hätte ich sogar auf dem Exorzisten ballern können, theoretisch. Ja, genau. Ja. Du hättest True Aber Line of Sight gehabt. Also habe ich auch True Line of Sight. Also brauche ich nur Angron in True Line of Sight. Ich weiß nicht, ob ich mit 12 hier rein... Das bringt dann nichts, weil das Fenster zu ist. Wäre schon schön, Backup zu haben. Aber gut, dann machen wir es erstmal so. Ja. Okay. Also, ich bin soweit. Geil. Ja. Gut. Stopp. Warte mal, ich will da eins Dread checken. Das ist Nahkampf. Speck. Wir sind ja schon Runde 2, oder? Ja, klar. Wir sind schon in Runde 2. Lim, kriegst du nicht Primary? Ja. Nee. 5. Bitte. 5, okay. Leider kriegt er gleich 10. Vielleicht kriegst du da 15. Ja. Es kann sein. Zack, das. Genau. Oh! Oh? Oh Gott, ich glaube, das ist nicht gut für dich, Ruben, ne? Wenn Lim so guckt. OC8. Ach ne, das liegt. Denk dran, ich habe hier noch einen drin, ne? Auf dem Marker. Also OC9 quasi, ja. Okay. Und ich glaube, der zweite ist sogar auch noch drauf. Ja, da sind zwei noch drauf. Ach, schade, ich hätte so ein. Vielleicht kann ich den Trick später nochmal auspacken. Ja. Okay, weiß Bescheid. Das wird noch viel lustiger. Warum macht der Patriarch eigentlich Battleshock-Tests in der Fightphase und Angron nicht? Ist ja nicht gruselig. Nee, das ist eigentlich ein typischer Kerl. Ich bin soweit. Ein feiner Kerl. Ein feiner Kerl. Kann man nicht meckern. Wir fangen erstmal mit Rödelwasser an. Ja. Das ist so hier so drei Pistölchen auf dich, auf dem Angron. Und nix. Das sind aber so diese Sachen, die man halt erstmal wegschmeißt, damit man es nicht vergessen hat. Was steht denn da theoretisch, was den Angron gleich chargen kann? Alles. Also 10 Sacrescence, die Demon Fuges, theoretisch die Arkenflagge landen, aber die habe ich zum Screen da gelassen, damit du da was machen nicht die Ressource im Schaden von im Nahkampf von Schaden? 1. Ja, das heißt, da brauche ich keinen -1 Damage. Nee. Und was hast du sonst so für Damage-Werte, die jetzt da so rumlungern? Hier sind Multimeter reingekommen. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich das gleich anmachen möchte. Für mich ist ein Damage. Ah, geht aber nur in der Fight Phase. Na, siehst du, Cheater. Ich hab's doch gar nicht gemacht. Jetzt werde ich Ephraim und Kügel nehmen. Mhm. Werfe erstmal eine Boltpistole für den einen. Trifft nicht. Du wirfst die Boltpistole? Ja, die habe ich. Die ist jetzt ist weg. Abgeprallt. Ja, die ist weg. Ja. Dann gebe ich ein CP aus. Und du bist in 8 Zoll. Und schmeiß eine Granate gegen deinen Kopf. Du auch in 8 Zoll von mir. Ich bin in 8 Zoll, also schmeiße ich Granaten zwischen deine Flügel. 4 plus. 8 Zoll. 4 Mortals. Ja. 4, Feel No Pain. 4 Mortals. Mathe. Wie viele Lebenspunkte hat Angron eigentlich? 8. I don't know. 16. Ja, also noch. Also hat er noch 12. 12. Ich leg die mal hier hin, oder? Der Typ kann ja gar nichts. Ich hätte mich so aufstellen sollen, dass ich gleich den erschieße. Jetzt stirbt er einfach sofort in den ersten 2 Metern. Das ist so geil. Dann Mr. Castigatore, weil du ja ein Monster bist. Warum habe ich den Castigator? Weil ich kann mir nie merken. Warum denn der macht die D6 plus 2 Schuss auf dich. Boah, schon wieder so viele. Auf Angie? Ja, schießt auch weiter. Vielleicht sollten wir noch ein Stück rausfahren, ne? Die Battle Kanone. D6 plus 3, nicht 2. Haha. Stecke 10 auf die 3. Da ich gedamaged bin, auf die 2. Cool. 4 Stück. Und auf die 5. Oh, zweimal. Rerollen. Genau, zweimal. Ah, ja, wir gehen beide durch. 6 Schaden.
3 Damage macht er. Ja. Warte, 3 Flatto. Da hat er nur noch 6 Lebenspunkte. Schieße ich meine One-Use-Rakete, die er schon geschossen hat. Aber das Rhino könnte die One-Use-Rakete mal auf den schießen. Dann ist die schon mal weg. Nein? Die schießt einmal wieder in die Luft. Dann schießt die One-Use-Rakete in ihn. Ja. Trifft. Verwundet nicht. Dann mache ich die restlichen Waffen natürlich auch. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen langsamer machen. 2 Multimelter in ihn. Eine. Die geht durch. Jawohl, D6 und ich bin in Melter-Range. Also 5. Ja. Nimm. Und ja. Bist du nicht twin-linked? Ja, wie viele habe ich gehabt? Du hast 2 Wunden. 2 Wunden. Also eine 6 und eine 1. Dann kannst du, glaube ich, die 1 noch machen. Noch eine Wunde. Ah, René, fick dich. Geiler Typ. Oh, Brother. Bro, ich habe. Ah, ich habe doch Phenol Pains, Moment. Ah, ja, ja. Du hast das Fight or Death genommen. Nein, ich habe Phenol Pains und Fight or Death. Und Advanced Charge hat er auch noch. Nee, Advanced Charge habe ich ja nicht. Ja, das ändert sich ja. Ja, pass auf, und gleich in seiner Movement Phase. Pass auf. Und hier, Angron. Der auch noch. Ach, komm mal. Aber dann den Phil und Pain bei Angron hast du gegen die Granaten schon gemacht. Stimmt. Also, ja. Da ziehen wir jetzt mal irgendwas. Das hat ja sowieso nichts geschafft. Das war kein einziger 6 dabei. Also, ist der zweite auch durch? Der zweite ist auch durch, ja. Wie viel hat denn der? 24. Der hat jetzt noch 19. 19? Der Typ kann gar nichts. Möge das. 6? 8. Das ist doch genau deine Nummer, Baby. Das ist hier wieder so richtiges scheiß Elder-Gameplay. Jawollo. 7 kommen durch? Ja. Ist eigentlich tot schon, ne? Kannst du eigentlich gleich von der Platte nehmen. Der Heavy Bolter hinterher. Die Heavy Olga. Twin Linked ist aber, glaube ich, nur der Multimelter von ihm oder er selber? Nur der Multimelter. Bei ihm macht das. So, die Heavy Bolter von dem würde ich auch noch gerne hinterherwürfeln, weil wir sind dann in die ganzen One-Use-Waffen gegangen. Der hat 3 Heavy Bolter. Das ist ganz geil eigentlich. Das geht jetzt in Angron, ne? Das geht auch noch Angron. Die haben wir hier nach der Battle Cannon vergessen. Immerhin. 3 Stück? 2 Stück. Weil du hast T12 und ich hab Stecke. Nee, Angron hat nicht 12. Angron hat 10 oder 11. Aber ist egal. Ist ja, ja, ist egal. 11 Stück. Einer geht durch. In AP1, ne? AP1, 2 durch. Und ich hab Cover. Und du hast Cover, weil ich mit dem keine Gnocke habe. Ja, dann halte ich die. Perfekt. So, jetzt haben wir ihn gemacht. Und Angron hat sogar einen Zweier-Safe. Die Kastigatoren gemacht. Ja, Angron ist stark. Auf wie viel Leben ist er denn jetzt noch? Der hat noch 6. 6. Das ist eine gute Zahl. Die gefällt mir. So. Nee, nicht. Wir fangen an mit diesem Trupp hier. Der. Ah, nee, das ist der Dominator. Hier der Trupp, der mit Kete angeschlossen ist. Ja. Und die hat einen Multimelter, der auch Reichweite hat. Der schießt jetzt. Genau. Wir gucken mal. Jawohl, trifft. Ich würde die 4 nehmen, mein Once per Battle machen. Once per Battle, weil ich einen Merkle Dice benutze, kriege ich einen Merkle Dice. Weil ich einen Merkle Dice kriege, wird er von Kete zur 6. Ah. Aber die 4 verwundert trotzdem nicht. Doch, weil die 4 wird zur 6. Ach so, die 4 wird auch zur 6. Ja. Und du kriegst nochmal eine 6. Wirklich? Ja, also wir können es gerne mal zusammen machen, weil. Ich finde es halt unglaublich cool, diese Variation mit Kete jetzt zu. Los, Kete. Die ist doch riesengroß. Da ist bestimmt hier dabei. Triumph of St. Catherine. Ich nehme immer diese 2 Auren. While a friendly adapter. If that. Oh, ist nur destroyed, kriege ich eine 6. Also die 6 muss ich würfeln. Ah, ja. Du weißt doch noch gar nicht. Ich hätte eine 6. Du weißt doch noch gar nicht, ob der destroyed ist. Nee. Das ist die Sisters Ability, wenn die einmal pro Spiel möglich das einsetzen. Ach so, und das habe ich getan. Ja. Dann kriege ich einen extra. Mhm. Und das ist dann. Oh, Scheiße, ich bin. Sehe ich jetzt nicht die Regel? Nein, die ist, die ist hier! Die Regel sehe ich jetzt nicht auf dem Datasheet gerade.
So, wir machen es rückgängig. Also 4. Was brauche ich? 5. Hätte ja eine. Es lohnt sich für Angron eigentlich schon. Wir machen die 5 und haben eine Verwundung. Halt ich. Halt. Okay. Jetzt ist gerade so alle Hoffnungen und Träume zerstört. Nee, gar nicht, weil ich wollte meinen Multimelter-Trupp eventuell doch noch hier reinjagen. Ah. Weil ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der auf einmal auf 12 ist. Mhm. Dann werde ich jetzt von denen... aber habe ich jetzt den extra Miracle Dice durch das Benutzen des Miracle Dice bekommen? Ja, es wäre eine 2 gewesen, ne? Das weiß dass ich sie nicht. Einmal, ich hatte ja 3 liegen, ja. Die 4, 5, 6 und einen und den habe ich in eine 2 geworfen. Okay. Okay, machen wir den mal weg. Ja, dann muss ich jetzt die große Combo spielen. Und da ist das folgendermaßen. Damit das ist eine absolute Lüge, dass alle mal davon reden, dass man so viel Anti-Tank braucht. Yes, Bullshit. So, Dialogus. Ich bin ja echt gespannt, was jetzt passiert. Ja. Also schießt jetzt mit den Retributor? Ja. Die schießen jetzt auf Angron. In Angry Man. Auf dem Angry Man. Die holen wir auch mal raus. Weil die haben auch noch eine Ability. Und das, also es interessiert bestimmt Leute, weil ja bei den Sisters sehr viel auf Melta und diese Stärke 10 Waffen geht. Was macht man jetzt eigentlich mit diesen großen Viechern? Ihr seht's. Sehr Melta viel Chip draufschießen. Sehr viel Chip Damage. Und Miracle Dice benutzen. Miracle Dice benutzen. So, und zwar, wenn die einen Act of Faith performen, zweimal pro Spiel, krieg ich einen Miracle Dice. Mhm. Okay? Die haben dafür auch den Cherub da stehen. Und jedes Mal, wenn sie einen Ranged Attack machen, kriegen sie einen Wound Roll von 1. Super. Der Dialogus, der angeschlossen ist, der sagt, dass sie, while this model is leading a unit each time, this model's unit is performs an act of faith. The result of one of the miracle dice used is first changed to a 6. Mhm. So, und Käthe erlaubt ihnen ja so viele zu machen, wie sie wollen. Und die sagt, aus jedem, den sie benutzen, werden 6. Mhm. Dazu muss ich natürlich trotzdem treffen und wunden, damit ich das alles für Damage benutzen darf. Ach, wieder nicht the first? Ja, also dass der Würfel erst in eine 6 gedreht wird. Achso, ist first changed to genau, a 6. Genau, first changed to a 6. Ich will kurz sagen, wir sind bei 247 Zuschauern. Wenn ihr jetzt noch alle eurer Oma Bescheid gebt, dann verlosen wir die exklusiven Dukari-Marker. Oh ja. Wir hitten auf 4, denke ich. Vielleicht kriege ich keinen Bonus. Ich zähle als bewegt, genau. Es ist immer noch okay, ist immer noch okay. Und jetzt machen wir Slow Dice. Du bist wieder im Trade. Ja, sorry, ich musste nur sortieren für mich. Okay, so besser, ja. Ja, okay. Also, wartet noch ein bisschen weiter, dann kann man auch noch Ich nehme lesen. Die 2 zum Verwunden, die wird eine 6. Mhm. Ja, jetzt kannst du den saven. So. Ja, geht durch. Weil ich einen Act of Faith gemacht habe, einmal pro Spiel kriege ich einen Miracle Dice. Ja. Den nehme ich jetzt, den erwürfel ich mir, ist eine 2. Und den kannst du jetzt gleich wieder benutzen. Ich benutze ihn. Und mach daraus eine 6. Den kannst du sofort wieder benutzen jetzt. Ja. Kriegst du den nicht nach der Aktivierung? Ja, er steht hier oben. Also wann geht man den Phase? After the unit has performed an act of faith. Und den habe ich gemacht. Würfel einsetzen is performing an act of faith. Und dann kriegt man direkt den nächsten. Willst du mich doch verarschen? Nee, es geht nur. Hier, der geht auch durch. Ja. Nee, das ist ja der Damage. Aus der 2 habe ich Damage gemacht, für den ersten nicht gesaved. Achso, dann. Was ist ja dein Feel No Pain? 8, ne? Ja. 8 Schaden. Sind die in Meta? Ne, die sind nicht in Meta. Nee, ich bin nicht in Meta. 6 Schaden. 6 Stück. Reicht wahrscheinlich auch noch nicht. Doch. Doch? Ja. Okay, ein Melterschuss ergreift. So, und das ist prinzipiell die Combo. Finde ich scheiße. Finde ich scheiße. Das ist genau diese Elder-Scheiße. Wir würfeln überhaupt nicht. Und legen einfach nur Sechsen, die wir uns aus dem Arsch gezogen haben. Nee. Wir die haben 252. Hör auf zu reden, die Schweine. Geil, okay. Das bedeutet. Jetzt habe ich dich quasi abgeklatscht dafür, dass du Angriff gezogen hast. Ja! Geil, Angron ist tot, Bro. So, der Stream wird jetzt nur noch von mir und René gemacht. Was hab ich denn jetzt
Ja, Lim, du musst mal vorbeikommen, da müssen wir zwei auch nochmal spielen. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. So, wir haben jetzt noch ein bei 1000 Zuschauern spielen René und Lim direkt danach noch eine Runde, aber im Pool, weil bei 1000 Zuschauern gibt es auch den Poolscreen. Vorsicht, da kommt dann einer mit einem Bot. Ich habe gewonnen. Nein. Wir sind Runde aber zwei. Moralisch auf jeden Fall. Ja. Der Ruben hat gerade absolute Elder-Flashbacks. Ja, ich habe ja gezeigt, dass Sisters doch nicht so kacke sind. Ja. Okay, Lim, was hast du uns mitgebracht, was wir jetzt verlosen, was richtig geil ist? Ja, limitierte Missions. Limitierte Missionsmarker von den Drukhari. Gibt es von Games Workshop auf den Games Workshop Events. Gibt es immer nur 20 Stück pro Fraktion. Die sind eigentlich innerhalb von ein paar Stunden immer weg. Soll ich die mal hier reinlegen? Nee, in den Dice Tray. Nee, der Dice Tray ist zu klein. Hier. Der ist doch nicht klein. Ah, mein Junior. Ich finde, der ist eigentlich sehr groß. Der ist riesig. Als ob das jetzt da größer ist als im Dice Tray. Also, wir können es noch größer machen. Nur für dich. Legst auf die Kamera drauf. Das sind die Drukhari Missionsmarker. Und die sind super Neopren. Ganz, ganz dünn. Könnt ihr richtig quetschen in eure Armeetasche machen. Heilen sich dann selber wieder. Die sind richtig cool. Geil. Könnt ihr auch beim Turnier, beim Mittagessen, so unter den Teller legen. Ja, könnt ihr. Oder als Mauspad benutzen. Oder auf den Teller drauf. Ja. Quasi, damit der Teller nicht dreckig wird. Ach so, ja. So, und um das, um teilzunehmen an der Verlosung, Ausrufezeichen Lim in den Chat. Ich bin Lim. Wir alle. Und die sind richtig geil und die gibt's halt nur... Jetzt hier bei Lim, ne? Versucht die mal in Europa zu kriegen. Ja, hier bei Paintomancy gibt's die jetzt. Nee, bei Lim jetzt. Das ist Limtomancy jetzt. Sind wir I lieber. Like. Danke für die 22 Monate. Cyberzwerge, danke für das Abo auf Stufe 1 im ersten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Super, super lieb von dir. Und Darf Dorty, danke für die 3 Monate. Ich habe eine Flasche Sprudelwasser getrunken jetzt. Also wir haben noch vorhin darüber geredet. Ja. Du musst die ganze Zeit aufstoßen. Versuch die ganze Zeit so... Nee, jetzt nicht rülpsen. So, ich zähle jetzt runter. Nicht rülpsen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Etrigan BB, Etrigan BB. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast diese wirklich unfassbar geilen Marker gewonnen. Geil. Die dann auch letzten Endes zu halten, schreib bitte Genie bei Discord an, nerv die einfach, sag, dass du du hast die gewonnen und dann schicken wir die so Montag oder so zu dir. Aber herzlichen Glückwunsch und jetzt geht's weiter mit dem Spiel. Ich find's geil, dass wir wirklich die 250 geknackt haben. So, ja, ist ja gar nicht mehr so viel da. Und, und? Voll assi. Also, du hast halt auch schon, also... Ich will auch dazu sagen, wir haben ja noch was zum Verlosen, das machen wir am Ende. Das machen wir am Ende. Zeig nochmal ganz kurz, damit die Leute auch dranbleiben. Damit die jetzt nicht alle wieder weg sind. Boom, wir haben noch eine Leviathan-Box. Und wir haben auch noch. Für die World Eater. Astrak the Annihilator. Ja! Oh Gott, heute ist richtig Fasching hier an Weihnachten. Wirklich viel. Geil. Wenn ihr uns finanziell ruinieren wollt, dann schickt ihr uns einfach ganz viele Sachen zum Verlosen. Dann werden wir arm an den Versandkosten. Genau. Ja, stimmt. Okay, gut. Jetzt dürft ihr weitermachen. Lim, du hast gerade Angon getötet. Ich habe einen Juli getötet. Krieg ich einen Mögeldeist? Nee, das war früher so. Wenn Angon wiederkommt, dann verlosen wir Azrak. Oh ja, das ist gut. Wenn er wiederkommt, wird Azrak verlost. Ja. Ich habe hier noch meine Dominions mit den 4 Meltern und der Palatine mit der Plasma. Mhm. Das Coole ist an der Kombo mit dem Splitten von dem Immolator, weil der Emulator schon auf dich geschossen hat, bekommen die jetzt den Wound Reroll. Ah. Und der ist ja auch recht selten geworden in der Edition. 4 Melterchen benutze ich schon mal. Auch die 3. Ich habe auch durch die Palatine Sustained Hits leider keinen bekommen. Und verwunde dich auf die 5 mit dem Reroll. 2 Stück. Eieiei. 2-mal auf die 5. Keiner. Okay. Dann mache ich mal den ersten. Eine 2, da würde ich gerne CP rerollen. Mhm. Für 3 Schaden verdient? Insgesamt? Ja, verdient, ja. Für 3 Schaden. 2 Schaden. Okay. Und dann benutze ich nochmal eine 6. Mhm. Der wird zur 8. Und weil die eine Möglichkeit benutzt haben, im ganzen Game kriege ich nochmal einen. Bleibt bei 8. Okay. Mache ich mit 9.
Der Lord of Skies hat jetzt nochmal 10 Damage gefressen, ne? Ja. Und 2 Lebenspunkte jetzt. Boah, aber das ist wirklich gerade Elder Flashback 3.0, ne? Ja. Ich mache jetzt erstmal die Plasma-Pistole von der Palatine. Ja! Die will auch noch. Sustained Hits. Warum nee, Lethal Hits. Lethal Hits. Meine ich hat ja. Die Lethal Hits? Ja, Lethal, sorry. Ich meinte das. Lethal. 2 Damage. Ach du Scheiße, der kann jetzt sterben, ne? Von einem Deadly Demise nimmt er mich mit. Der ist tot. Was ist das denn? Explodiert nicht. Was ist das denn? Kann er wiederkommen? Nein. Er kann nicht wiederkommen. Du bist voll leid. Das wollte ich gar nicht. Der hatte auch der Yahtzee-Würfel kann der plussen. Plussen was? Der plus 1 geben auf Yahtzee-Würfel. Der kann also plus und ach minus so, 1. Ach so, ah, das Manipulieren davon. Ja. Ja. Also. Ganz kurz, Coltius, danke für die Zeit. Cool, wenn ich mich nochmal bewegen kann. Und Soltimina, danke für das Prime-Abo. Was ein Name. Ich spiele jetzt, Rumi, ich spiele jetzt einfach Sisters anstatt Elder, bis Elder gefixt ist. Alter, ich bin in dieser Liste. Ja, das ist geil. Was? Das ist so viel Kram, es macht so Spaß. Also jeder, der Werkzeugkistenarmeen mag, Sisters ist das. Du kannst so viel Müll dir zusammenscheffeln. Da sind doch jeden Trupp hier drin. Ja klar, ich wollte halt ganz viel zeigen. Ja, was machst du jetzt? Ich schieße jetzt mit dem Exorzisten irgendwo hin. Ja. Ach so, die gehört ja der Marker. Wie viele sind das? Viel zu viele. Das sind 6 und der Juggernaut Lord. Gut, die kann ich eh nicht töten, das wird nix. Ich kann den Marker auch sticky machen für 1 CP, wenn die sterben. Stimmt. Das ist aber also, du wirst ja jetzt eh nicht. Ich werde nie wieder auf den Marker kommen. Ich probiere nochmal auf den Trupp, den ich schon mal angekratzt habe, zu schießen. Die 6 plus 2 und 8. 5, 6, 7, 8. Auf die 3. Ich habe jetzt im Rausch auf die 3. Habe ich den falschen Button gedrückt. René, warum? Was hat er gemacht? Guck mal, du hast jetzt einfach 2 8-Bond getötet. Was? Weil hier. Der Cover ignoriert, oder? Hier. Der macht aber nur 2 Schaden, ne? Der macht. Was denn? Was ist das denn für ein Disrespect? Ich muss mir gerade mal nachgucken. Der Exorzist macht D6 Schaden, minus 2. D6? Ja, also, ja. Ja, dann würfel mal. Ja, okay. Nummer 1, 2. Gehen durch. Was jetzt nicht W6 plus 1? Und 3. Wieso? Ich weiß nicht. Den hier aufzubrabbeln. Weiß nicht. Ich dachte, das hört sich cooler an. Also einen getötet. Deswegen. Ja. Ganz, ganz lieber Exorzist. Ja, damit habe ich, achso, doch, ich... Du hast jetzt kein Fight on Death genommen. Doch. Doch. Ja. Nee, dann gehe ich lieber für die Secondaries. Wobei, so ein Charge zu wiederholen bringt, glaube ich, nicht so viel. Und Genie, da bekommst du Lust auf Sisters, wenn du so viele Units siehst, ne? Das ist wie Orks spielen mit schöner Rüstung. Tatsächlich gar nicht. Ich denke, das sind so viele Regeln zu merken. Ja, das stimmt, das sind gar nicht mal so wenig. Nee, ich werde nicht chargen und werde für die Mission gehen, dass ich die hinter feindlichen Linien, dann opfer ich die 2 Units. Das ist dann okay. Wenn ich 2 Units reinkriege, dann sind das 4. Moment, auf Deutsch ist es dann, wenn du das taktisch verwendest. Also Reintor hat aber schon recht, Ruben. 4. Mhm. Du darfst nicht vergessen, dass du auf einer sehr schönen Platte spielen darfst. Die ist wirklich schön. Ja, da spiele ich doch immer drauf. Da habe ich mich auch mal... Ja? Ja. So. Spielt ihr immer Gewegelände? Wir haben quasi... Also wir haben die Platte. Ja. Dann haben wir einmal Nachtmondgelände. Ja. Dann haben wir... Das ist übrigens sehr geil mit den Plexiglasplatten funktioniert. Ja. Ja. Ja? Ja. Cool. Ja, vor allem, wenn du diese ganzen Mäuerchen dahinstellst und einen Funkturm. Ah, oh, voll schön, das, ja. Ja, da kannst du halt voll bauen. Und dann haben wir noch eine, so eine Tyrannidenplatte, die ist mit den ganz alten GW-Ruinen, also mit dem Sektor Imperialis. Mit den geilen Straßen-Upgrades, mit den Laternen, die es früher noch so gab. Da kannst du eine ganze Box kaufen. Ja. Das ist, Und dann haben wir noch, was haben wir noch, René? Achso. Und dann haben wir noch das Rook'n'Rumble-Geländer. WDC. Ja. Ja.
Das, genau, der druckt das ja auch selber. Das ist ziemlich gut. Innerhalb von 6 Zoll. Sehe ich aber keine feindlichen um 3. Dann ist es dennoch erfüllt für. Ah, warte mal. Leute, ob ihr es glaubt oder nicht. Am Ende deines Zuges mindestens eine Einheit der Armee. Ja. Die Liste vom Lim ist jetzt endlich kopiert. Nee, die ist nicht vollständig. Also 2 Punkte kriege ich nochmal. 2 Punkte, okay. Erstmal muss ich deine Liste kurz hier einfügen und dann gebe ich dir noch 2 Punkte. Aber Ruben kriegt jetzt nochmal richtig Punkte, ne? Ja, der macht halt 10. 10, ja. Genau. Okay, geil. Weil Rhinos gut sind im Missionsziel halten. Muss irgendwas Battle Shocken. Ja, hier die 8 Bound. Was? Unter Hälfte? Ja, ist nur noch einer da. Achso. Das interessiert ihn, glaube ich, aber auch nicht. Aber ist auch also relativ egal wahrscheinlich. Was hat er denn für ein Leadership? Ich tippe mal auf 7. So, Ausrufezeichen Listen müsste jetzt geupdatet sein. Nee, die haben 6. 6. Das sind. Die haben 8 Korndämonen in sich drin. Ja, 8 Korndämonen ist doch auch ziemlich. Ich bin so fluff. Das Einzige, was ich über Fluff weiß, ist, dass es gibt einen Lukas the Trickster, der hat neben seinem Herz eine Granate. Mehr weiß ich nicht. Also, die haben ihm die Drukari eingeführt. Deswegen heißen ja 8 Bound, weil die haben 8 Korndämonen in sich drin. Crazy. Also Lim, 2 Punkte? Weißt du was? Nee, insgesamt 2 und das Behind Enemy Lines nochmal 4, also 6 Punkte, die... Hast du 2 Einheiten bei mir? Ja, das sind 2 Fünfer-Trupps. Also sind 2 Fünfer-Trupps. Ja, ja, genau. Wir haben beide so eine Flagge. Ja. Und dann geht Ruhe auf 20. Okay. 20. Ich hab hier, weißt du, woraus das Schwert von Angron gemacht ist? Nee, achso doch. Das ist die erste Primer, also gemacht oder? War, weil der ist tot. Ja. Der hat sich ein Stück Eisen genommen und hatte das so lange auf den Slanesh-Dämon draufgehauen, bis es ein Schwert war. Kann man das wirklich so in dem Buch lesen, wie du es gerade erzählt hast? Ja. Welches Buch? Und weißt du, was Angron in Arcs of Omen gemacht hat? Hm. Der hat einen Mond kaputt gehauen. What the fuck? Korn ist in Angron reingefahren. Dann hat er so mit der Axt so einen Blow gemacht und hat auf den Mond gehauen, dann ist er kaputt gegangen. Dann hat er eine Dominus-sized Fleet vom Imperium mit dem Murder Curse oder so, der Murder Virus infiziert. Und dann ist quasi ein 19. der Stärke vom Imperium alle Korn geworden. So wie, okay. so wie man auf dem Schulhof gemacht hat. Das ist krass. Ich hasse es. Ich mach einfach mal einen Mond kaputt. Das ist doch voll geil, dass der einfach einen Mond kaputt gehauen hat. Wir kriegen beide CP? Ja. So, beweg dich, Ruben, wir gehen in die Chat-Seite. Krieg ich einen Miraculous-Dice. So. Läutern. Ja. Erstmal dann und noch. Und bring it down. Slash Gordon, danke für die 7 Monate. Du bist auf jeden Fall ein Schatzi. Und Lucky Sevens, dankeschön für die 14 Monate. Auch der absolut wichtigste Monat. Genau, Listen-Command habt ihr jetzt gecheckt. Ja, René hat als Kind auch gerne mit dem Salzstreuer gespielt, auf jeden Fall. Also ich borde auch gerne einfach ganz schamlos rein in die Munde. Aber ich finde, Lim und ich, wir haben da auch gerade eine richtig gute Dynamik. Ihr habt eine richtig gute Zeit, ne? Ja, wir haben eine wirklich eine richtig gute Zeit. Wir sind zum Ende so, wenn ich irgendwas machen kann, sagst du mir. Ich erzähle einfach weniger Würfel nur. Du stellst mir auch Angron direkt vor die Flinte, ey. Dafür bin ich jetzt ziemlich unbeweglich. Ripperella zweifelt aber deine Flufferklärung an für Angrons Schwert. Wieso zweifelt er das an? Ist Angron nicht auf dem Dämonenplaneten, wo ein Slanesh-Dämon Gladiatorenkämpfe veranstaltet hat, mit manipulierten Regeln, was ihn so sauer gemacht hat, dass er ihn erschlagen und als Waffe gebunden hat und schleppt die jetzt mit rum? Ja, und der hat halt lange da draufgeschlagen. Der Rest ist doch Geschichte. Das ist viel mehr, also du hast einfach den Teil, der quasi Angrons Charakter ausmacht, ausgelassen. Boom, ich hab das nicht gelesen, ich hab das auf Reddit gelesen. Die Short Version. Wo kann man das denn nachlesen? Reddit? Er hat einen anderen Reddit-Post gelesen. Bei diesem Textblock, der über dem TLDR steht. Mm. Aber ja, Reparator, sag mal, wo kann man den Ruben hinschicken, damit er sowas lernt? Also mich kannst du mit sowas halt echt jagen, so. Ich habe auf der Herfahrt das Alpharius-Buch angeschmissen. Das ist mein, ich glaube, das Buch 5. Also 5 von Heresy? Mhm.
Wie findest du das bis jetzt? Da bin ich hier. Das finde ich jetzt viel besser als das dämliche Buch von, wo die nur über Gedichte und Statuen reden. Fulgrim? Ja. Ja. Das war voll. Das, nee, das waren ein paar Dullis. Also aber das ist jetzt schon ein bisschen besser so. Also ich habe noch nicht so ganz raus, wer das eigentlich ist, dieser Grammatikus. John Grammatikus. John Grammatikus, ja. Aber er hat anscheinend echt insane Powers und ziemlich aus dem Ring und so. Das funktioniert gerade gut. Also die Story catcht mich da. Ja, das nimmt noch so richtig geile Twists an und so. Aber ich muss auch sagen, das ist eins der besseren Bücher. Ich finde auch Fulgrim völlig overrated. Ich glaube, viele Leute finden Fulgrim einfach nur toll, weil das so obszön ist am Ende. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so. Wir wollen einfach, haben einfach Lust auf Schweinkram. Ja, genau. Aber diese eine Szene in Fulgrim, wo dann so revealed wird, dass dieses Gemälde, was diese eine Künstlerin gemalt hat, halt so dämonisch verformt ist und so. Mhm. Das ist das Einzige, was ich cool finde. Und danach driftet das einfach nur in so Absurdität. Ja. Aber ja. Ich dachte jetzt in Overwatch schon. Ist das eine ganze Unit? Ja. 6 8-Bound und ein Typ dran, das ist krass. So, der Typ kommt leider nicht in den Panzer rein. Ich probiere mal Overwatch zu machen. Ich glaube, wenn ich da einen jetzt töten kann, dann ist das vielleicht ein bisschen besser. Mit den Meltern tatsächlich und der Palatine. Mhm. Sind dann 4 Melter-Schuss. Ich habe keinerlei Rerolls da drin. Dann den Plasma-Schuss. Der verwundet automatisch, minus 3-2. Mhm. Und dann noch den Bolter. Der ist verwundet auch schon, so ein einzelner. Den halte ich? Jawohl. Also den Plasma-Schuss. Und dann den Bolter. Der geht durch. Feel no pain. Ich bin möglich, da ist für 5 Bolter. Nein. Okay. Hat einer einen Schaden gekriegt. Ich suche gleich irgendwas, ja, zu markieren. Wäre nur gut gewesen, wenn ein Melter durchgeht, wäre ein Icon weg. Dann hole ich nochmal Exalted rein. Ja. Wo habe ich sie denn? Ach, da hinten. Also ja, das Bild wurde mit den Ausflüssen der Künstlerin gemalt, aber es ist ja auch ein bisschen, also kann sein, dass hier ein Loch ist, aber du kannst nicht mehr den Deployment Zone Turn 1. Die sind Deep Strike. Ah, dann kannst du volles Bett rein. Fulgrim ist ein Hammerbuch, ja, weil es die Korruption der Empress Children so krass zeigt. Wir waren ein paar Mal schlecht, aber die Iron Hands werden verraten, deshalb ist es ein schlechtes Buch. Also, ja, aber ich finde, aber ganz ehrlich, Fulgrim war doch schon vor der Korruption ein absoluter Asswang. Ja, ist echt so. Also, ist voll doof. Also, er hat doch schon, bevor er überhaupt quasi dieses Slanesh-Schwert, ne, das Slanesh, ich kann nicht mehr reden, Slanesh-Schwert angefasst hat, hat er doch schon Fabius gesagt, klar, Doktor an meinen Jungs rum. Finde ich geil. Bin fertig. Der letzte 8-Bound hier mit den Lacerators, ja, der macht Läutern auf dem Objective. Mhm. Und musst du dazu nicht kontrollieren? Am Ende des Zuges. Ah, perfekt. Also ja, die Action kannst du starten. Ich kann die Action starten und perfekt. Wenn am Ende des Zuges wird jeder Missionsmarker außer deiner Aufstellungszone bla bla bla. Wait, aber wer tötet dann das Rhino? Die ja. Achso, und der gehört quasi nicht zu denen dran. Genau, das ist ja, das ist der mit dem Indirect. Yes. Ja. Das sind ja die Exalted. Damn. Ja. Und dann schieße ich eine Boltpistole. Oder hat er eine Plasmapistole? Der Juggernaut. Ich lasse ja auch beides. Der, ich glaub, wird der safe hat die Plasmapistole haben, was nichts kostet. Ja. Habe ich ihm gar nicht dran geklebt. Brauchst du ja nicht. Er hat eine Nahkampfwaffe in der Hand und Pistolen muss man nicht. Supercharge! Auf den. Oh, verhässelt ist! Puff, tot! Auf den. Den Panzer. Auf den? Ja. Trifft. Verwundet nicht. Hazardous? Nein. Hazardous ist so easy jetzt auch. Mhm. Am Anfang habe ich mich echt eingeschissen. Aber ich habe es auch nur falsch gelesen. Ich dachte so. Boah, pro Schuss, den du hattest und so. Ich so, Smite ist voll doof. So, ach so, Einwürfel. Ja, okay, das ist okay. Das ist fair. Das ist fair. Okay, ja, dann wird schon gecharged. Die Exalted 8-Bond hier. Ja. Mit dem 9er Charge. Jawohl. In. Völlig egal, weil du brauchst eh eine 9. Kannst du würfeln. Will ich in den Exorcist oder in den Immolator? Der Immolator hat Melter, ne?
Multimelter und einen Heavy Bolter. Ja, Multimelter sind jetzt nicht mehr so das Ding. Nee, tatsächlich. Ich charge in den Exorzisten rein. Ja. Nee. Wiederhole ich? Ja. Musste machen. Nee. Dann der große. Der ist also die. So Auto drin. Genau. Jo. Der große Trupp, wen willst du alles taggen? Der große Trupp, der möchte, also am liebsten. Also ich sag den Emulator mit an, glaube ich. Ja. Was brauche ich denn da, um da rumzulaufen? Weiß nicht, aber auf jeden Fall mehr. Aber wenn du hoch würfelst, kannst du ja trotzdem. Achso, stimmt, das ist ja, ich muss ihn ja gar nicht mehr mit ansagen. Nee, nee. Also achso, mach ja, dann mach kann ich einfach Safe einen Charge. Ja. Dann charge ich einfach irgendwas. Genau. Ja, neun. Ah, eine 9. Kannst du quasi machen, wie du willst. Also wenn du den einen jetzt zum Beispiel dann Magnets. Aber eine 9 stellst und ihn hier base, ist das auch okay. Dann bist du mit ihm auch in Engagement Range. Ach nee, du darfst nicht mit ihm in Engagement Range. Genau. Ach, ich darf beim Charge nicht mit ihm in Engagement Range. Nee, nur mit den Angesagten darfst du im Charge aber das reinkonsolidieren. Du hast gerade zu gut geworfen, was man vielleicht ja noch irgendwie hinkriegt. Der Roll war zu gut. Also den Jared mache ich mal weg, der hat keine Relevanz dafür. Die kannst du auch mitmachen. Okay. Verdammt. Weil, aber dann kann ich als erstes den Juggernaut laut bewegen, ne? Ah, der Fly? Ja, ne? Nee, der hat keinen Fly leider. Aber durch dich selbst kannst du durch. Aber es bringt mir nichts. Ich muss trotzdem, ich komme nicht in den mit rein. Ja. Weil ich basen muss. Du kannst danach in mich rein. Ja. Ja. Das macht Sinn. Aber die haben leider keine Fallback-Trap. Was schade ist. Ja, stimmt. Okay. Und die Kornberserker chargen die Schwert. Es sind zwei Trupps. Willst du, weil der eine Trupp ist genau dahinter, die fünf. Willst beide oder? Ich kann eh nicht beide töten, glaube ich. So viele Attacken haben die nicht. Ich gehe nur den einen ran. Okay. Ich kann unterbrechen. Also fang ruhig da an, wo du gerade bist, weil da würde ich unterbrechen, weil das ist die einzige Chance für mich ist, Schaden zu machen. Wobei die Palatine, die ist nicht verkehrt. Die hat auch ein Special. Ja, scheiß auf die, die macht eh keinen Schaden. Okay, okay. Oh, oh. Alles klar. Zeig ihm, let's zeig go. Ihm. Let's go. Hier, die Hybris. Die was? Hubris. Hubris. Was ist das? Rubrik. Oh, hier, ich google. Hier, ich google mal. Also ich habe 5 Attacken pro normalen Berserker. Wo sind wir? Bei. Ja, ich fange mit den Kornberserkern an. Ja. Hybris, habe ich richtig gesagt. Was ist das? Das ist. Nee, warte mal, ich habe so viele. Ich charge in beide rein. Anmaßung. Ich habe gerade erst gemerkt, wie viele Attacken ich habe. Anmaßung, sagt er. Selbstüberschätzung. 400 Würfel in der Tasche. Okay, es reicht doch für euch alle. Komm mal her jetzt hier. Ran an Meter. Ah ja, hier. Dann mache ich 2 Stück in die erste rein. Ja. Auf die 3. Treffe ich 4 nicht. Cool. Und auf die 2, weil ich Stärke 5 habe im Charge. Dann 5 Mal mit AP 2. Nee, nur AP 1, sorry. Okay, aber ist egal. 4 tot. Ja. Und dann nochmal die. Geht in den gleichen Drop. Plus ne? Der Eviscerator. Nee, die gehen in den anderen Drop. In den anderen. Kommt dann noch was? Danach kommt noch der Eviscerator. Der geht auch in den anderen Drop. Also in den. Der wo noch voll einer lebt. Okay. Nee, der wo also jetzt der noch überlebt quasi. Genau. Mhm. Dann 9 Mal AP 1 nochmal für den zweiten Drop. Kriegst du plus 1 to wound? Nee, ich krieg plus 1 Stärke. Ah, dann hast du Stärke 6. 3, ja. Ja. Geil. Verliere ich 5. Ich glaube nicht, dass der Retter jetzt noch geändert wurde. Normalerweise rennen die immer rein und töten irgendwas. Es ist so angenehm mit diesen Karten, ich sag's euch. Nee, 5er. Bleibt beim 5er. Aber nur AP1, ne? Achso. Ah, dann sterben nur 3. Dann kannst du die anderen noch mit drauf machen. Dann der Eviscerator in den zweiten Trupp. Trifft nur einmal. Einlegen noch. Verwundet einmal mit AP2. Danach kommt nichts mehr auf den danach kommt 2 Leben. Mehr. Ja. Der hat aber AP2. Genau.
Gut, kann ich eh nicht manipulieren, das gibt's nicht mehr. Also würfeln wir. Ne, dann lebt hier noch einer. Dann also sind in beiden Top noch einer. Genau. Und das war's. Witzig. Ich werde unterbrechen. Mhm. Ah! Kann ich nicht. Warum? Darum. Jetzt auf CP0 gehen wäre nicht so gut. Sagen warum? So. Darum! Na, ich möchte die Palatine wieder aufstehen lassen. Ach so. Ja. Dann hau ich da jetzt rein, ne? Ja. Also der Juggernaut Lord. Juggernaut Lord. Der klatscht einfach die beiden. Das würde man irgendwie falsch sagen. Crusader um und die Eightbound, die klatschen die anderen um. Und wo ist die Palatine? Die ist in das ist die mit der Plasma-Waffe. Ja. Die ist in diesem Meltertrupp hier. Dann sind das jetzt 60 Attacken. In die Dominions. Soll ich sie wegnehmen? Ach guck mal, ich mach mal so 20. Die treffen ja auch nur auf 3. Die Frage ist, möchtest du mich abwinden? Nicht, weil beide Chefs standen hinten. Möchtest du mich reinkonsolidieren oder nicht? Wenn nicht, fliege ich. Im Nahkampf sind wir sowieso noch, ne? Nee, deswegen frage ich. Möchtest du mich taggen? Und was passiert, wenn du fliegst? Na, dann muss ich mich zurückfahren und kann auch Sachen machen. Vielleicht deine Response chargen. Ach so, einfach nur generell, ja. Ja, genau. Ja, dann gehe ich rein. Ja. Das ist ja nur so ein Fü. Aber ich überlasse die Entscheidung halt immer gerne den Spielern. Ja. Nicht, dass es dann heißt, aber ich wollte dich aber. Ja, sorry. So, hab ich tot? Nee, ich muss doch auf die 2 verwunden jetzt erstmal. Ja, verdammt. Guck mal, von 20 kommen nur 9 an. Das ist gar nicht so viel. Ja. AP 2. Also erstmal 5 Stück. AP 2, also 5 plus. Ups, den habe ich noch nicht gewürfelt. Sterben schon mal 4. Sterben 5. Und jetzt muss ich die. Wie viel Damage? 2. 2 Damage. Ich habe aber gar nicht 60 Attacken, weil die sind plural bei denen. Oder. Die haben ja nicht 12 Attacken. Warrior Options? Ja. Die haben. Das ist nur bei den Exalted 5 extra Attacken. Mhm. Also ich habe nur 36. Okay, wie viel kommen denn noch nach? 16. Noch 16 kommen nach, weil ich bin schon auf der Palatine drauf. 2 Damage each, ja, dann ist das halt so. Was nee, 42 noch? Sogar. Dann ist die Palatine auch tot. Ja. So, dann kannst du. Hattest du was auf die Crusader auch angesagt? Der genau, Juggernaut, der Juggernaut Lord. Das kann der sich sparen, der Affe. So, diesen Toad. Und dann würde ich gerne CP ausgeben. Und ein Miracle Dice. Ah, die Palatine steht sofort auf wieder. Ja. Und dann steht die da wieder. Kannst du den auch für den Wurf nehmen, den Miracle Dice? Welchen? Nee, ist kein Wurf. Das ist bestimmt, wie viele Leben ich bekomme. Ja. Ich lasse mit einem Leben stehen, weil viel mehr soll die nicht tun. Dann kann ich noch kurz consolidaten, ne? Ich schau noch mal wegen. Setback up. Not within engagement range. Also ich muss erst ein bisschen von dir weg und dann kannst du konsolidieren, kannst dann aber immer noch sagen, du willst mich wahrscheinlich eh drin halten, oder? Die Palatine? Ja. Ja. Ja, gut. So. Die steht dann wahrscheinlich irgendwie so da, ne? Und dann nehme ich die wieder mit. Und die beiden hast du auch getötet. Dann kriege ich 2 Miracle Dice, beziehungsweise 3 Miracle Dice, weil du hast die Dominions getötet? Ja. Würfel, oh sorry, 1. Dann die Crusader 4 und Palatine 2. Okay, dann die Exalted Eightbound. Oh, das ist hier? Genau. Ja. Die hauen auf den Panzer mit 6x Chain Fist und 5x Chain Fist mit Twin Link vom Champion. Anti-Infanterie 3 plus? Nee. Gar nichts, leider. Hm. Arschstärke 14. Komische Chain. Ja, okay. Dann ist weil Chain Fist sind ja für Vehicle. Mhm. Auf die 3. 4x. Mhm. Mit AP 3, 2 Schaden. 4x AP 3. Ja, gehe ich um 6er. Dann gehen alle 4 durch. Und dann die mit Twin Link. Wie viel? Aber 2 jeweils, ne? Genau. 8. Und. Die 2 kann ich wiederholen. Das heißt nochmal 2x mit AP 3, 2. Sind 10 Schaden. Dann ist er kaputt, 10, ne? Genau, Deadly Demise. Nein. Danke für den Miracle Dice.
Stuff dies. Dann gehe ich, consolidate ich näher aufs Objective rauf. Ja, dann darfst du da hinten zurückhauen bei den Kornbeserkern mit den Zephyrin. Yes, Zephyrin. Ich mache mal beide zusammen. Es war ja auch übrigens ein riesen Disrespect für Orks gestern, René. Ich kann mir jeden Namen merken, aber nicht von diesen blöden Reitern. Squeakhawk Riders. Klar. Gesundheit. Auf die. Warte mal, nur wenn ich charge oder? Ja, nur wenn ich charge. Okay. Auf die 3. Und auf die 5. Einmal. Oh Gott, ich habe plus 1 to hit und plus 1 to wound. Doch dreimal. Voll die Amerika, der sich so. Das ist der mit AP? Das ist jetzt AP 2. Ja, auch die 3 verwundet auch. Nee, weil ich habe Stärke 4. Achso, das kommt Berserker. Ja. Stimmt, Stärke dann 4. Ich hab Stärke 4, ja. Achso. Power Weapon, Stärke 4, plus 1 to wound. Also noch einen hinterher, den hat er. So, habe ich einen getötet? Ja. Krass. Mädels. So, dann kann die Palatine zuhauen. Die Palatine hat nur ein Leben. Nehmen wir mal hier so ein schönes Würfellein. Eins, was man für die Kamera besser sieht. Jetzt kommt die Dame. Weil das coole ist, sie hat das Blade of Saint Eleanor. Oh, wollte ich auch mal angeben, dass sie irgendwas weiß. Sie kriegt. Hast du abgelesen? Ja, hier liegt mein Handy. Die kriegt plus 2 Attacken, plus 2 Stärke und plus 2 Schaden auf ihre Sachen. Das heißt, sie hat jetzt 6 Attacken. Mit plus 1 to hit, plus 1 to wound, mit Stärke 6. Warum hat die plus 4 Schaden? Weil das ist ihre Armee-Regel. Sie hat unterhalbe. Achso, weil die genau. Nur einen Lebenspunkt hat. Genau. Ja? Du kannst noch die Power-Uppen, ne? Die Power-Uppen. Halt, sei mal leise jetzt. Du meinst nochmal plus 1 to wound, Mann? Das stackt leider nicht. Nee, du kannst sagen, jede erfolgreiche Verwundung macht Mord jetzt. Ja, aber das. Ich brauch mal eine CP. Kannst du auch alleine spielen eigentlich? Oder. Das ist nicht mal für CP, das ist einfach nur, du musst Miracle Dice weglegen. Hä? Ja. Welche Ability? Von ihr. Was? Ja. Oder der Salim hat mich immer verarscht. Nee, ist nichts. Ist ihr eigenes. Der Mann kann selber lesen, René. Ja, ich kann selber lesen. Hau mal ab, ja. Achso, das ist die Auto. War doof, dass das der Lethal-Letter ist, ne? Kann ja keine Mortis machen. Dreimal. Aber die sind Mortals. Der macht doch jetzt Mortals, die 6. Nee, if you do until the end of the phase, each time you melee mech scores a wound, the target of that attack suffers one mortal wound in addition. Achso, one in addition. Ja. Also okay. Viermal ja. Und die zwei vier auch. Mortals. Ja, weil ich habe Stärke 6 jetzt. Ich habe Toughness 6, mein Freund. Die? Mhm. Stimmt, wir sind in der 10. Ja. Jetzt. Dann die natürlich nicht. Und insgesamt 3 Stück. Ja. 4 Damage Flat. AP? Komischerweise bleibt der bei 2. Okay. Trotzdem also auch da wird sie nicht Super Saiyajin. Merkwürdig. Haltig. Einer geht durch. Oh, jetzt hat noch einer geht durch. Also 2 Tote. Wie viel Schaden? 4. 4. Ja? Ich habe aber noch 4 No-Pains. Ach so. Stimmt. Da war ja noch was. Nee. Der erste. Oh! Er überlebt und stirbt dann an den Mortals, die du noch nachwürfeln musst. 3 Stück. Wieso 3? 1, 2, 3 Wunden. Jede Wunde macht zusätzlich eine Mortal. Achso, ich dachte nur 6. Nee, nee. Oh. Okay. Ja, so genau 2 tot dann. Fight on Death. Du hast schon aktiviert. Ich weiß, aber. Ich habe eh 2-2 gewürfelt. Nicht nochmal die Palatine sterben, nein! Ich habe doch sowieso 2-2 gewürfelt. Stimmt. Die Palatine. Ich wollte gerade sagen, zieh mich nicht out of engagement range. Das kommt die wieder. Gallo! ja, achso, ist ja auch dein Turn. Ja. Den haben wir gemacht, den haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Ja. Sieht gut aus. Okay, dann, ich habe diesen Missionszielmarker geläutert. Das heißt, gegen 3 Punkte. Hattest du nicht hier mit hier auch einen gestartet? Nee, ich habe nicht so viele Einheiten. Mhm. Und dann habe ich Bring It Down auf dem Rhino gemacht. Ja. Für dann 10 Lebenspunkte, das heißt plus 1. Ja. Plus 1 für taktische Missionen, das heißt für 4 Punkte. Mhm. Das heißt also läutern für 3 und
Bring It Down für 4. Also alles klar, dann gehst du auf 27. Und wir gehen in Runde 3. Ich brauche neue Ziele. Ja. Wie viel Primary kriegt er denn? Ich kriege 1, 2 und das war's. Also 10. Komm, jetzt die Würfel. Ich ziehe Bastion verteidigen. Ja, und an allen Fronten. Das ist natürlich jetzt. Das ist crappy. Ist das jetzt schlimm, Ruben, weil du so still stehst? Ich verstehe dich. Nee, das ist die Kamera. Check die mal bitte. Nee, die geht. Ja, es ist nicht mal eine 6 dabei. Oh, brauchst du 6? Ich brauche 3 6, um Angron zu wiederbeleben. Ach so, okay. Der Typ, den kenne ich. Schade, dann gibt es wohl keine Verlosung, wenn Angron nicht wiederkommt. Dann kannst du ihn behalten, Ruben. Dann kannst du ihn behalten. Okay. Ich mache auch mal Yahtzee. Mögel das? 4. Musst du noch irgendwo Battle shocken? Ja, definitiv. Ich mache erstmal nur die Anfangs-Command-Phase. Jetzt kriege ich einen CP. Und dann kriege ich einen CP für Yunith. Yunith. War noch was an der Command-Phase bevor Battleshock? Ja, End of the Command-Phase. End of the Command-Phase heißt durchs Glossary, dass es sogar nach der Battleshock-Phase ist. Also kommt erstmal Battleshock. Dann machen wir 2 CP habe ich. Es wäre schon gut, beide zu behalten. Ich mache mal den für den ersten Sephirim-Trop. Den müsste ich mal gucken. Die werden 7 haben. Feel no pain, fight on death. Boah, shit, das ist echt eine miese Kombo. Ich lasse den mal automatisch bestehen. Und für die andere Unit. Nein! Könnte die sterben. Ja, gut, ist es halt so. War jetzt für die Sephirim da unten, ne? Bitte? Das war jetzt für die Sephirim. Für die beiden Sephirim da oben, ja. Oben. Weil, ich muss jetzt, da er mich ja getaggt hat, also ich gehe mit beiden aus dem Nahkampf raus, flupp, flupp, und bin jetzt in seiner Aufstellungszone, würde für 2 Units auch kassieren, behind enemy lines, muss jetzt aber für den einen... Du hast doch schon behind gemacht. Was? Letzte Runde. Ach so, warte mal. Ach so, engage on all fronts, sorry, sorry. Und jetzt kann es halt sein, dass die eine stirbt. Nein, sie überlebt. Weil Warum? Die ist zurückgefallen und hat einen Battleshock gemacht, deswegen musst du einen Test machen. Desperate Escape. Desperate Escape Test. Oh, das war mein Desperate Escape Test. Achso, oh, du stirbst leider rum, sorry. Ja. Tschüss! Also mal kurz die Frage, also Battleshock, bevor man eigentlich Primary punktet, ne? Nee, Battleshock ist nach Primary. Das heißt, hey, aber dann ist ja Battleshock gigasinnlos eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Battleshock kannst ist total keine Objectives mehr flippen. Ja, also weißt du, was total geil ist? Okay, erzähl. Ich habe eine Ability, die sagt, du bist Battleshock. Punkt. Sagen wir mal, ich hätte so eine. Ja. Okay. Dann gehe ich zu Mr. Lord of Skulls und sage, ey, du hast jetzt OC0. Mhm. Und nehme ihm den Mittelmarker weg. Mhm. Und das mit einem Crusader. Mhm. Oder, ach, du willst Fight on Death anmachen per CP? Nö. Du kannst keine Strats benutzen. Ich glaube, das Problem ist, die Leute haben zu viel Wraith Knight Datasheets gelesen. Ja, also die Battleshock-Mechanik, die ich in meinem Turn auslöse, die ist dafür gedacht, dass ich Marker flippen kann, dich daran hindere, dein Spielzeug zu benutzen mit Stratagems und Co. Mhm. Und dass du auf jeden Fall, wenn ich dich tagge, so wie es jetzt der Fall war, Desperate Escape und so weiter. Mhm. Das tut halt richtig weh. Der Battleshock, der dann kommt, der tut dann halt auch in dem Sinne weh. Okay. Ja. Also damit kannst du dann keine Marker mehr halten. Aber du fällst erst, du kommst in die Command Phase, alle Battleshocks sind weg. Ja. Mhm. Und dann machst du deinen Battleshock-Test. Und erst wenn du da verkackst, dann ist es doof. Okay. Also richtig doof. So, und am Ende darf ich mir durch den Magifier einen Miracle-Dice aus meinem Pool nehmen. Ihn rerollen und wieder zurücklegen. Hm, toll. War es eine 1 oder was ist? Das war eine 2. Da sind zwei. Einfach 7 Miracle Dice. Ja, es sind alles 6 für die Multimelter. Ist doch eine coole Game-Mechanik. Hab ich aufgestoßen deswegen. Ist eine coole Game-Mechanik, oder? Du bist einfach nur so. Ich sag ja einfach nur, dass man muss es nett spielen. Ja.
Hätte ich diese Mechanik nicht, würde Angron mich halt komplett stompen. Ja, ja. Und ich hätte ja, no chance. Aber das ist ja auch Angron. Ja, auf jeden Fall ist das Angron für 400 Punkte. Die Kombo kostet mehr. Aber ich find das eigentlich richtig geil, weil dieses Spiel ist quasi, das kann allen Leuten, die an Sisters zweifeln und die ganze Zeit sagen, ich krieg keine Panzer kaputt, und dann zeigst du denen einfach das Spiel. Wie Lord of Skulls und Angron in einem Turn gehen. Dann zeigst du, wie der Wurm da so steht. Ja. Ich hoffe, dass Ruben trotzdem noch versteht, dass das nur ein Spaß ist. Ja, natürlich. Er baut die Kamera schon ab. Ich stelle jetzt unvorteilhafte Winkel her. Okay. Auf meinen Bauch. So, diese zwei Crusader werden hier diese... Meine Hospitalerin wird einfach für immer ignoriert. Die muss jetzt schlafen gehen. Die beiden starten die Aktion hier auf dem Marker. Mhm. Welche? Die Crusader, also die verbrennt die Erde. Ach so, das. Ja. Da komme ich doch niemals wieder hin. Warum verbrennst du denn? Weil ich eigentlich weiterlaufen will. Ich würde das hier gerne wegmachen und den Marker nehmen wollen. Mhm. Und ich meine, ich könnte eigentlich noch eine Runde warten, hast du recht. Würdest du mir mal einen Advance-Wurf würfeln? Ja. Eins. Wirklich? Ich sehe es an der Dice-Cam. Ja. Gut, ein Zoll mehr. Ich fand nicht, dass du so geil wie er 1 gesagt hat, weil er so richtig so... So, nimm das. So, Ja, der Lim hat doch am Ende der Command-Phase gebattleshoppt. Ja, hab ich doch. Hat er doch. Hab ich gemacht. Aber ja. Es war nur für die beiden Sephiroth, weil der Rest ist einfach gestorben. Ja. So, ich muss mal echt nochmal einen Strap checken. Das habe ich. Und Ruben? Angron lebt wieder. Das wäre schön jetzt, ne? Cool, das sind wirklich die 3 Sechsten drin. Ja. Das ist einfach nochmal so ein riesiger Torn, ne? Ja. Bin ich komisch, wenn ich mich bei den Regeln fühle wie meine Mom am Computer und stattdessen gerne wissen würde, welche Farben und Techniken beim Gelände verwendet wurden? Da gibt es ein Video dazu. Das ist super alt, aber... Ja, das ist eines unserer ersten Videos hin da. Das ist trotzdem richtig cool. Weil es ist wirklich, also es war schlimm. Gelände-Odyssee. Ja, es war wirklich ein Gelände-Odyssee. Ja, das glaube ich. Das hat bestimmt lang gedauert. Das 10. Video oder so. Das war ultra schlimm. Also ich würde nie wieder so Gelände anmalen, wo so Trim dran ist. Tingus, Pingus, danke für den Stufe 1. Das ist alles mit dem Pinsel nachgezogen, das Gold. Du gehörst zur Gang, du gehörst sowas von zur Gang. Komm mal an meine Brust, mein Sohn. Komm ran. Guck mal, wir sind so am Überlegen und wir sind richtig. Also ich kann halt mit denen schießen. In den Nagel rausschießen. Ich könnte mit denen hier drauf schießen. Die geilen Rabattcodes. Und die töten einfach mal. Und dann gehst du wiederum auf unseren Discord-Server und dann gehst du in den VIP-Channel und da findest du die geilen Rabattcodes von Pika Pro. Die haben natürlich viel Attacken. Wahrscheinlich töten die den. Aber. Das will ich auch mal. Also, es werden gern bewährt. Und auch der Lord Avocado? Das ist nicht der Lord, das ist nur ein Juggernaut. Und der ist Jagger? Der hat Stärke 7 oder so. René's Brust, ja. Und er hat nicht gecharged, deswegen kriegt er nicht den Damage-Bonus. Okay, weil dann bleibe ich, glaube ich, mit denen drin. Dann können wir den Leuten da draußen noch eine neue Regel zeigen. Die Frage, auch mit Schießen danach. So, Stärke 7 hat er. Oben. Ja. Tingus Pingus liebt übrigens deine World Eaters. Dankeschön. Und ja, die sind mega sexy. Krit fragt übrigens, wann gibt's denn mal wieder einen AOS-Battle-Report? Eines Tages vielleicht. Eines Tages vielleicht. Denn Genie und ich müssen uns zwangsweise mit AOS auseinandersetzen gegen Ende des Jahres, weil Genie und ich spielen ja auf dem Raccoon Rumble, aber wir spielen Age of Sigmar. Ich habe aber auch ein bisschen Lust wieder gekriegt, muss ich sagen. Weil bald jährt sich der Tag, an dem ich mir AOS gekauft habe. Einmal im Jahr hat man schon dann Lust drauf, ne? Ja. Im September. Da habe ich ein Jahr AOS gekauft. Also kann man auch sagen, dann seitdem spielst du AOS? Quasi. Ich hätte gerade fast eine ganz schlimme Referenz gemacht, die ich jetzt nicht mache. Oh, merkt ihr die? Ich bin mir fast ultra was rausgerutscht. Ich will die bitte nach dem nach dem Stream will ich die wissen. Das ist meine Rache übrigens an Astaroth oder Azarael, je nachdem wer das gesagt hat mit dem, ich weiß da, woher diese Eindeutschung kommt und verrat's nicht. Werde ich jetzt auch immer machen im Stream. Denen einfach immer nur so schwabbelige Antworten geben, ne? Ja.
Und Silberkralle fragt auch noch, wurde das Frosch-Angron-Tattoo schon groß in die Kamera gehalten? Also ich kann es auch nochmal. Kamera, welche? Kamera 4 oder Kamera 3? 4 mach ich mal. Warte, ich muss nur kurz scharf stellen. Ja. René, kannst du ein Farbschema für meine Nights sagen, sonst kriege ich die nie fertig. Aber mach die so wie meine. Das war richtig entspannt und ging richtig schnell. Ja, mach die so wie Ruben, dann bist du wirklich schnell fertig. Ich glaube, es ist scharf, oder? Ja, das passt auf jeden Fall. Da ist aber es ist so schräg. René, du musst das in der anderen Kamera machen, glaube ich. In der anderen Kamera? Ja. In Kamera 3, ne? Ja. Jetzt hat der Lim hier auch endlich mal Platz gemacht. Da kann ich auch endlich mal rübergehen zur anderen Kamera. Hier. So, Moment, ich stelle eben um, Freunde. Klingt hier ein bisschen Motion Sickness. Ne? Da ist er. Ruben, sag mal was zum Frosch angerannt, bitte. Hier, ich kann den so tanzen lassen. Geil, der ist so ein bisschen auch reinflexen, ne? Du hast dich da rausgeschlingelt, Lim. Wo? Ja, aus dem was hab ich gemacht? Aus dem Nahkampf hier mit dem Kornsack. Ja, hab ich auch die ganze Zeit rüber geflüstert. Ja, finde ich auch witzig, weil ich benutze jetzt das einfach so als mobile Kamera. Ja, ich das. Und zwar, ich nehme die jetzt kurz ab. Die totale egal. Nee, das Kabel ist nicht so lang, denke ich. Ja, ja. Weil der Emulator ist einfach rausgefahren, um dann mit seinem Arsch noch näher an diesen 8-Bound da zu sein. An denen da. Das ist einfach nur so vom Regen in die Traufe, von dem hier weg. Ja. War der Plan. Ja. Was ist das jetzt? Ich habe einfach mich nur warm gewürfelt. Na gut. Okay, also. Ich bin mit Zephyrim da drüben noch runtergekommen. Mhm, gehe ich Overwatch. Kannst du machen. Ich habe keine Schusswaffe. Hast du nicht einen Bock? Nee, irgendwo? Nee. Der hat zwei Lacerator in seinen Händen. Ah. Okidoki. Yes. Wir werden anfangen zu schießen. Okay, ja. Shooting Phase. Yes. Boom. Wir fangen mit dem Wichtigsten an und was auch am längsten dauert. Das sind nämlich die Seraphim. Mhm. Die machen erstmal die Flamer. Das sind 8 Stück. 8d6. Ja, auf den Typen, der Bond mit den Lacerator steht. So, sind 12, 22, 24, 26, 28. Machen wir schön 10er Steps. 28, die ersten 10. Toughness? 6. Wir sehen wieder nur deinen Kopf, ne? 1. Stärke 4? Gar nicht. Ja. Die haben nicht Stärke 3, die Flamer-Pistolen. Nee, die Sisters sind die einzigen. So, nächste 10er-Schwung. Oh ja. Oh ja. Einmal, wenn man das sieht auf Kamera, dann leuchtet. 6. Kein AP, ne? Nee, aber es sind nur 2 Würfel. Ja, ich hab gerade. Ich mach das spannend. Ja, einer geht durch. Ja. Okay. Noch einer geht durch. Stark. Dann kommen jetzt die letzten 8. Ich mach's jetzt spannend. 2 Stück. Guck mal, jetzt passt das nicht. Der ist tot. Geil. Er ist tot. Geil. Warum? Ich hasse dich, ne? Das ist wie gestern mit dieser Overwatch-Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Dann die 6 Mädels mit Boltpistolen. Ja, da steht keiner mehr. Ja, die Schüsse kommen gleichzeitig. Kein ja, da steht aber keiner mehr. Ja, aber es. Ach so, der war ein einzelner Tipp. Der ist tot, ja. Egal. Egal. Ich mach den kaputt. genau, und jetzt kann ich mich nämlich 6 Zoll bewegen. Mhm. Und damit schiebe ich mich einfach nochmal ein Stück weiter weg von dir. Ja. Damit du den Marker definitiv verlassen musst, weil der ist nicht sticky. Ach so, du könntest das Dings anmachen für sticky, wenn du möchtest. Weil mein Plan ist, dass ach du so, weg müsstest. Dann nehme ich den CP, den ich bekommen habe. Ich habe mir den vergessen anzulegen. Und dann machst du ihn sticky. Ah, oder geht das nur in der Fight Phase, oder? Oh ja, das ist freigeschaltet. Puff, Upgrade. Gut. Ja, dann muss ich halt irgendwann da eine Unit nochmal drüber bringen. Gut, weiter geht's im Schießen. Sie ist zurückgefallen und dann habe ich so einen kleinen Dominion-Kreis um sie gemacht, damit du sie nicht chargen kannst. Wir fangen an mit dem Multimelter-Trupp. Ja. Schießen alle da rein.
Das sind dann 4. Goodbye. Moloch Lord. 8. In diesen Haufen, Moloch Lord Haufen. Ja. Auf die 4, weil ich habe mich bewegt. Sind tatsächlich nur 3 Stück. Und dafür werde ich jetzt erstmal. Willst du einfach 3 Miracle Dice wegnehmen und ich mache 3 Invuls? Ja. 2 Stück gehen durch. Nehme ich noch. Wie viel Leben hatten die? 4 oder 3? 3. Und du hast einen 400 Pain. Mhm. Ja, dann nehme ich 2 Miracle Dice für jeweils 6-6. Ist der erste tot. Ist der zweite tot. So, um das jetzt mal in Relation abzuholen. Ich habe einen Trupp, der 150 kostet, plus Kete, plus ein Dialogus, plus 5 Miracle Dice benutzt, um 2 Typen zu töten. Ja. Das macht viel mehr Sinn, ja. So ein Riesenvieh. Aber sowas mit einem 4er Retter, habe ich übelste Probleme mit. 5er Retter, noch schlimmer für mich. Toll. Ja. Das können andere Armeen viel besser. Und da ist so der Punkt, da mache ich mir Sorgen, auch so Custodes, die richtig haltbar sind. Wie ist das mit denen noch knacken? Aber da musst du musst was finden. Vielleicht die Paragon Warsuits zum Beispiel. Da hast du keine Coherency mehr, falls du noch was umstellen willst. Achso, ja, das. Ja. Nö. Nö. Hast du da noch einen Trick? Vielleicht. Den du da machen kannst. Vielleicht. Shitty, jetzt ein bisschen Respekt. Ich schieß mal den einzelnen. Ups, einzelnen Miracle da. Miracle da schieß ich schon. Multimelter von dem 10er-Trupp hier. Ja. Der trifft mich. Auch da drauf. Meinst du? Ja, einmal schon. Auf jeden Fall. Verwundet aber nicht. Hast du Schade. Eine Explosion oder sowas? Nee, leider gar nicht. Doch, wundet. Doch. Aha, geht durch. Aha, ja. Dann nehmen wir die 4, die zur 6 wird. Ja, schon tot. Oh Gott. Jetzt sind es noch 2. Geht durch. Wird er den 8-Bound töten? Okay, und dann werden wir mit ihm anfangen, auf ihn. Was ist jetzt eigentlich? Jetzt habe ich ja den Juggernaut Lord out of Coherency entfernt. Ja. Ist der jetzt nicht mehr angeschlossen? Doch, ist ja immer noch eine Unit. Achso, schade. Ja, also der muss sterben. Ja. Weil der wird zu teuer sein für dich. Dann aber vielleicht will ich das ja auch. Das echte? Nee, dass der 8-Bound stirbt. Kannst du eine ganze 8-Bound-Unit wiederholen? Ja, ich lasse mich überraschen. Gespannt. Der denkt sich, ich habe einen Scheiß drin. So was labert der. Der denkt viel zu viel nach, Idiot. So, D6 plus 3 in die hier. 2 sind 5. Auf die 2, weil ich bin ziemlich gedamaged. Und auf die 3. Zweimal. AP, ich glaube 2. Geht durch. Da braucht einer halt so ich. Flat 3 Schaden. Da habe ich jetzt einen 5er Fino Pain, weil die haben schon so einen 6er Fino Pain. Mhm. Der ist egal. Dann kommt eine Heavy Olga hinterher. Trifft zweimal. Und wundet gar nicht. Doch, einmal, natürlich. Halt ich. Geld. Dann machen wir Exorzist. Auch alles in die. D6 plus 2. Das sind 3. Würde ich den rerollen? Ich glaube schon. Das ist schon wieder. Schade. Auf die 2 nicht bewegt. Zweimal und 3. Zweimal. Und dann D6 Schaden. Der erste. Ah, ja. 6 Schaden. 5 war Feel No Pain. Yes, sir. Nein. Knapp. Dann hab ich. Ist okay. Wo haben wir noch? Die haben ja schon. Die haben auch schon ihr Wunderwerk getan. Schieß jetzt mal mit den Dominions. Auch hier in diesen 8-Bound-Trupp. Mhm. Da habe ich zumindest 2 in 12 Zoll. Das sind 4 Schuss und dann nochmal 3 normale. Nix. Was würdest du dazu sagen, wenn du jetzt so wie bei mir, die Palantine hat ihren Trupp verloren, rennt jetzt rum und dürfte sich wieder anschließen? Fällt das cool fürs Spiel oder eher, nee, da wird's zu viel und die schlingeln sich dann von Trupp zu Trupp so durch? Finde ich gut. Ja. War früher auch so, ne? Ja, früher war es so, ja. Oh ja, ich docke an, ich docke ab.
Vermisse ich nämlich jetzt zum Beispiel Palantir, würde ich jetzt gerne einfach sagen, ey komm, ja, join den. Aber die anderen Sisters sind so, deine Freunde sind gestorben, ja, Loser. Das sind doch deine besseren Freunde. Ja, ja, stimmt, die sind doof. Ich glaube, ich habe nur noch Kyganil und Ephrael. Da gebe ich mein CP aus für Granatenstrategem, weil das finde ich cool. Auf die 4 plus. Oh nee! 6 Stück. Sind 5 Models. Und einer war ja noch angeschlagen. Einer war noch angeschlagen? Ja. Dann sind 3 tot, habe ich längeren Charge. Boltpistole in der Her, trifft nicht. Viel mehr werde ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt noch chargen. Und zwar mit meiner Hospitalerin. Mhm. Stimmt, das ist so ein Ding. Dass die Chefs dann ihre Fähigkeiten vergessen, weil sie niemanden mehr anführen. Das ja, finde ich auch doof. Ja. Das finde ich. Das stimmt. Das sollte eigentlich bleiben. While this unit is leading. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, das liegt aber daran, die inspirieren und machen dies und das. Und wenn sie keinen haben, du wirst ja auch nicht ohne Kamera die ganze Zeit einen auf Kamera machen. Das ist schon so dieser Effekt. Doch! Ich bin immer Drama Queen. Drama Baby! Drama Baby! Also hospitaler Charge in der Mitte. 6 Zoll. Bitte töte mich. Und Ephraim und Kügene machen den Long Dong Charge. 8, das sieht gut aus. Oh ja. Hallo. Hallo. Also, lach nicht. Ich stell den wieder auf, keine Sorge. Gut. du hättest CP zum Unterbrechen, kannst du von mir es auch ausgeben. Ich mach mit Kyganil. Ja, mach ich nicht. Ephrael den Anfang. Und die haben einmal Sanctity. Das ist eigentlich voll die bescheuerte Regel. Also, Sanctity. 4 Attacken auf die 2. Mhm. 4 Stück. Anti-Chaos. 2 plus. So, huh. 4 Stück. Das ist voll die dumme Ability. Und hier passt sie einfach zu gut. Der ist ja wohl tot. Ja, der ist, ich glaube, der. Feel no pain. Er fühlt den Schmerz. Ich fühle auch den Schmerz. Ja. Das verstehe ich. Anti-Ruben 2 plus. Anti-Ruben. Das war der Anti-Ruben. Voll rausgesucht. So. Also willst du dazu hauen mit der Hospital? Ja, klar. Oder soll ich die klatschen? Nee. Das Einzige, was du klatschst, ist auf dem Boden mit deinem 8-Bound. 2 Hits. Stecke 3. Nee? Gut. Ja. Dann. Good talk. Dann. Oh nein, habe ich einen Fehler gemacht? Peile ich rein. Ja. Und bin wieder. Ja. Eine Unit. Incoherency. Richtig. Voll gut, ne? Und jetzt für meinen nächsten Trick. Mache ich 7 Attacken ja, auf die Hospitalerin. Der redet so, es kommt da gleich voll das Kanickel, ne? Aus, ja, dem, ja, aus dem Würfelbecher. Und jetzt. Ich habe nur einen T3, Moment, also wirst du ja wohl Stärke 6 ja, haben. Stärke 7. Ja. Okay. Stärke 7. AP 1. Immerhin habe ich einen 6er. Achso, ja. Da habe ich ja auch einen 4er Safe. 4 Stück was? Ja. LOL! Dann habe ich noch den, den Juggernaut. Extra. Den behalte ich im Nahkampf, den Boy. Der trifft nur einen. Verwundet nicht. Aber ich will die doch sterben lassen. Und der 8-Bound. Ah, der trifft, mag das jetzt. Trifft 3 nicht. Oh nein. Ja, ich hab 4 Stück. Okay. AP 2. 2 Schaden. 5er. Oh. 2 Schaden. Ja. Du bist tot. So, jetzt kriege ich, weil die stirbt, einen Miracle Dice. Mhm. Und weil ich ein Enhancement gekauft habe, D3 extra. Für 3 extra, das heißt, ich krieg 4 Möbel. Und das Ganze für 50 Punkte ist ein super Tag, finde ich. Das ist halt nur 4 und 2. Habt ihr das Schnaufen gehört? Sogar ich hatte das gehört. So, und dann habe ich extra nicht gemacht, ja? Ich habe noch Fall und Death mit dem Fall gesagt. Ich kann CB ausgeben.
und sie wieder hinstellen. So. Aber du hast keine. Nee, habe ich extra die Granate geschmissen. Oh, aber das ist ja ich habe noch einmal Fight and Death mit dem Kornberserker. Also ja. Ich habe noch gerade Fight and Death mit dem Kornberserker. Ja. Der macht nichts. Oh, okay. Dann brauche ich ja nicht schauen. Ja. Aber ja, jetzt halte ich den Marker wieder. Ja. Aber hättest du eben halt auch gemacht. Also hättest du halt den Typen geopfert und hättest den gehabt. Oder ich hatte Angst, ich kenne eins der Stratagems nicht. Wenn der Eggbound Unit stirbt, könntest du. Und das war so dein Plan. Ich hatte nichts, ich hatte gar keinen Plan. Mann! Ich bin so, guck mal, wie gut das geklappt hat. Aber einfach nur, weil du gesagt hast, was ist da der Plan und so. Ich habe einfach nur, wegen der Ruine habe ich nicht gesehen, dass sie nicht in Coherency standen. Und habe einfach die weggenommen, die ich gesehen habe. Ich hätte sie ja gegeben. Dann hätten wir uns diese ganze Farce sparen können mit meiner Angst und so. Ja gut. Ja, aber das finde ich das aber geil. Nee, ich bin so leicht zu manipulieren bei sowas. So ja. Permanent. So, Lim, Sisters haben gar nicht Toughness 3. Was? 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 Warum? Was habe ich falsch gemacht? So, was punktest du? Ich punkte einmal, dass ich in den Vierteln bin. Deswegen habe ich die Mädels runterkommen lassen. Das sind dann 4 Viertel. Für... Und du erhältst 4 Siegpunkte, falls du in Frage kommen, dann in 4 verschiedene Schlachtfeldern hast. Yes, 4 Punkte. Mhm. Und das ist ja nicht taktisch, oder? Das ist taktisch. Ach, das ist taktisch, ja. Wenn wir es ziehen. Ja. Gut. Dann 5 Punkte. Mhm. So machen das die erfolgreichen Generäle. Sind so, ziehe eine Karte. Oh, Taktik. Und die Bastion verteidigen gibt mir 3, weil das ist einfach das Leichteste, was es gibt. Und das ist mein Homebase-Marker. Okay, dann gehst du auf 34. Ich krieg dann 15 Punkte Primary. Ja. Yes, dann bist du bei 42. Und dann ziehe ich Karten. Engage on all fronts. Cool. Bastion verteidigen. Ich werde engage on all fronts, werde ich für den CP, den ich gleich kriege, lasse ich ihn direkt liegen, werde ich neu ziehen. Das wird dann abgeworfen, ne? Und nicht reingemischt. Ein reizvolles Ziel. Okay, dann nimmst du wahrscheinlich den Marker da hinten, ne? Kannst auch den nehmen. Oder den in der Mitte. Aber jetzt ist genug mit dem Salz, ich nehme den da oben. Den hier? Ja. Weil der ist oben von der Kamera aus. Hat er da recht? Ja. Verdammt. Ja, dann nehme ich. Ich halte meine Hand so drüber, diesen Marker nehme ich, ja? Okay. Gut. Der ist auch voll mit tollen Sachen, die das Leben schöner macht. Komm vorbei. Ja, das kriege ich wohl nicht. Du kriegst ein Croissant. Oh, du kriegst ein Croissant, hast du gehört? Croissant. Das sind 10 Stück. Wir müssen das jetzt mal rappen jetzt hier, weil ich habe Hunger. Ja. An mir liegt's nicht. Ja. hier, guck mal, der geht rein. Was? Hat der im Battleshock das gemacht? Oh, aus die Null. Das ist egal. Nee. Also der kann nichts. Der kann kannst du das? Nee. Genau, nee. Charge Reroll gibt's jetzt hier nicht. Ja, der verkackt. Innerhalb von 15 Zoll von den vorderen, also gehe ich 9. Ja. Und bin dann innerhalb von 6 Zoll. Mhm, das Charge. Und die hier noch was machen? Die. Ja, alles kriege ich da nicht tot, ne? Nicht mal ansatzweise. 2er Hose, 4er Retter, 5er Finger Pain. Der ganze Druck. Außer du bist richtig ballsy, so würde ich es jetzt machen, ist du nimmst den Typen, falls du es schaffen solltest, und knackst die Hospitalerin. Mit Epic Challenge. Ja. Was bringt mir das? Dann fällt der 4er Retter weg, der 2er Rüster weg und der Finger Pain. Da habe ich trotzdem nur noch einen Eggbound. Das stimmt. Und dann sind da immer noch. Und die ganze Sache ist auch immer noch mehr Ulti drauf. Ja, das ist auch richtig. Okay, ich will jetzt einmal mit dem Juggernaut Lord ein paar Juggernaut Lord machen. Und einmal 5 Schaden machen mit dem. Bist du dein Yazima machen? Nee, das habe ich doch schon. Ach so, es war ja meine Runde. Am Anfang der Battle. Ach, nur ich krieg coole Würfel, wenn du dran bist. Was? Das ist irgendwie kacke, wenn man anfängt. Wenn man nicht anfängt. Hey, Wardancer, danke für die 24 Monate. 2 Jahre schon. Ja, 2 lange Jahre. Crazy. Vielen Dank. Dann charge ich rein. Ja. Der eine 8-Bond in den Exorzisten. Der ist drin. Der Juggernaut Lord in den Emulator. Der ist drin. Okay.
Und die Exalted 8 Bound in die 5er Charge, genau, Fliegen. Auch drin. Das sind tatsächlich. Achso, und die Spawns. Ja. Rum, du hättest die Schnauze, eine Fairheimer hat 10 Geschenke-Abos verschenkt. Ah, oh, dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Die Spawns chargen dann noch in die. Oh, guck mal hier. Dankeschön. Okay. Absolut gerne. War schon so, ich hab die vergessen zu beide bewegen. Quasi, ja. Ja. Mhm. Achso, ich krieg auch ein CP. Ich hatte erst Angst, weil ich vergessen habe, die zu bewegen. Nee, war ja geplant. Ja. Ich hab, da habe ich den 12er Charge. Die würde ich normalerweise wegnehmen, aber es sind 10 Stück mit dem 5er Retter. You never know. Ich glaube, die überleben auch. Dann 15 Eviscerator. Mhm. Einen Würfel habe ich auf René geworfen, das heißt, ich habe nur noch 19. Ah, okay. Oh, Tactical Tortoise, dankeschön für den Raid. Oh, dankeschön. Woo! Mit? 24 Personen. Cool. Thanks. Thank you. Muss auf, ja, genau. It's a Danglish. Thanks. Danglish, yes. Was ist das denn? Ups. Ja, das ist scheiße, ist das. Der würfelt wie eine Schippe, Mist. Was schlägt da überhaupt gerade auf was? Die Exalted 8 Bound auf die Fliegefreunde. Würdest du auch wissen, wenn du aufgepasst hättest, René? Da drüben. Ich habe 5 Treffer von 15 Attacken. Und ich habe 10 Aber die haben nochmal auf die 2 getroffen. Ja, aber. Oh, tun die sogar. Ja, der eine Würfel ist weg. Ach, tun die sogar. Ich bin doch nicht schlecht. Ah, das ist das Geräusch. Der Raid. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt, René? Das dürfte jetzt so bei 270 oder so sein. Das heißt noch 730, damit René und Lim heute Abend noch eine Runde Warhammer am Pool spielen. Ich muss noch nach Salzburg fahren. Ja, die alle. Ach nee. Ich nehme mal deine Würfel. Mit AP2. Lim, dein Kopf ist schon wieder. Ja, aber ich musste erst einsammeln. Jetzt. Yes. Ja, jetzt gut. Hab ich überlebt? Woo! Der sieht gut aus. 2 sterben, 4 sterben, 6 sterben, 7 sterben. Ja, also soll ich dir was verraten? Ja. Ich habe die Chain Fists, die kommen noch. Das sind nochmal 9 Attacken. Nee, oh. Warte mal. Kannst nicht alles haben. Ich habe noch 3 Attacken im Eviscerator, weil ich krieg ja plus 1 Attacke. Natürlich kriegst du die. Also ich hätte die auch so gekriegt. Also nochmal 3. Ja, leben noch 3. Einer noch. Einer. Dann eine, bitte. Ja, ja. Eviscerator. Was ist das? Der nimmt einfach. Oh, die sind tot! Die treffen auf 3. Hör auf, die bluten. Warte, einer lebt doch noch. Hier. Eine! Noch ein Würfel. Ich hab doch eine gesagt! Aber hat Ruhm nicht eben einmal ganz schlecht getroffen? Ich hab keine Ahnung. Nee, aber ich hab gedacht. Der hat jetzt auch Fight und ich hab mich erst darüber aufgeregt, weil die Chainfists treffen jetzt auf 3. Aber die Eviscerator bei den Exalted treffen immer noch auf 2. Und ich hätte ganz viele 2. Das wäre schlecht, wenn die nur auf. Ja. Sind nochmal 5 Bretter. Ja, okay. Ich glaube, ich muss 180 mal Kran aufgelebene. Für 80 Punkte! 180. Achso, 180. So. Gut. Dann sind die tot. Dann krieg ich Möbelest. 2. Mann, siehst du, das ist ein Fall overpowered! Warum krieg ich denn nicht irgendwie so Yahtzee-Dice, wenn ich was töte? Kriegst du doch. Nein. Doch? Du schmeißt die ganze Zeit Sachen da rein. Und dann frage ich dich, was hast du da? Ich mach mich warm. Ja. Ich bin eine andere Faction. Elder sollen ganz gut sein, ganz hot. So, hot, dann hot, der Double Bash. Der Double Pain Fist. Nein. Topic nicht. Topic Change. Change Fist. Der Double Change. Der Double Chain Fist. Martin Double Panda jetzt. Wer ist das? 8-Bound. Ja, der da. Auf was jetzt? Es ist das 8. Spiel Warhammer. Trifft auf nicht. Den Exorzisten. Falsche Richtung. Ja, der kann nach hinten hauen. Der hat. Mindestens T10, wenn nicht 11, ja? Ja, ich habe Stärke 14. Das eben noch. Oh Mann. 2 Stück. Lü! Aber, Damage? AP3, 2 Damage. Ja, das kann ja gar nicht. Ich habe kündigt. Bringt dir auch nichts. Der erste geht durch. Zweite. AP2? Ja. Hier geht nur einer durch. Nee, 3. AP3. Du legst mir AP in den Mund. Also 4 Damage? Ja.
Glaube ich noch 6. Ja, so. Stimmt, sie werden hier rückt. Auch jetzt? Für uns ist 6. Stunde. Für uns ist 8. Stunde. Achtes Spiel diese Woche. Vor allem, wir spielen total, also wir spielen schnell und labern viel. Ja, ja. Ihr macht das richtig toll. Ich würde mir nicht zuschauen, aber ist ja... Also doch, der hat 11 Wunden, du Lüger. Ich mach mal den Juggernaut-Lord, ne? Der knallt jetzt in den Immolator rein. Wenn der den tötet, dann bist du eine olle Lügenpresse. Warum? Weil du gesagt hast, dass der ganze Trupp den Immolator, wo ich noch nicht beschossen habe, nicht tötet. Wenn der es jetzt auf magische Art und Weise einfach so macht. Nein, ne? Ich habe gesagt. Nein, weißt du, was ich gesagt habe? Hast du das gewürfelt? Nee. Nein, meine. Weißt du, was ich gesagt habe? Da hast du mir nicht zugehört in dem Moment. Weil ich habe gesagt, die haben ja nicht gecharged. Ja, deswegen also kriege ich den Berserker-Glaive-Bonus nicht. Ja. Weil die Berserker-Glaive gibt mir jetzt +3 auf meine Attacken und meinen Schaden ein. Es sind 4 Modelle weniger. Ja, ja. Aber es geht um den. Nein. Weil der Damage 5 hätte, wenn ich eine 5 plus gewürfelt hätte. Aber jetzt hätte er nur Damage 3. Ach, Attacken. Also Berserker-Lord, Moloch-Lord auf Immolator. Ja. Nein, es ist ein Moloch-Lord. Ey, ihr seid doch... Nee, das ist ein Chaos-Lord auf Juggernaut und nicht ein Chaos-Lord auf Immolator. Ja. Das habe ich Chaos-Lord auf. Chaos-Lord auf Immolator. Im Sinne von der Haut auf den Immolator. Mhm. Nicht der reitet auf den Immolator. Der hat ihm diesmal auch die extra 18-Inch Flamer gegeben. Auf die 5. Mhm. Sag mal. 3 Stück. Damage? 2. Ja, okay. 3 wegen Berserker gleich. Du bist. Ja. AP? 1. Der ist kann ja gar nichts. Ja, habe ich doch gesagt. 6 Schaden. Da habe ich nur 4. Ups. Und jetzt der. Nein! Jetzt der. Ja, der große. Der kleine. Ja, guck mal, das ist aber kein Exalted. Warum treffe ich den nicht? Nein, das ist kein scheiß Exalted. Genau. Ja, wollte ich dir nur nochmal mitteilen. 2 Wunden. AP2, 2 Schaden. Das kann es gewesen sein. Ja. AP2, ich hab 4, 4, 4, 4, 3, 2, 2. Miracle ist in Fantastico. Habe ich noch 2 Leben. Warum macht denn der Moloch 2 Schaden? Das ist illegal. Der Moloch macht 3 Schaden. Das ist der 8-Bound gerade. Ob ich explodiere? Stimmt, ich habe die Attacken vom Moloch vergessen. Ja! Ja, cool. Für 2. Feel no pain. Nee. Ja, für 2. Hat er noch einen, der 8-Bound. Ja, dann kann ich den umboltern. Ja, die Spawns. Nee. Ach so, doch. Du hast ja auch noch. Ich wollte mit dem Exorzisten noch zuschlagen. Du wolltest mit dem Exorzisten unterbrechen. Nee, die erste Spawn haut auf die erste Sister. 4 Attacken, aber mit Charge, also 5 Attacken. Mhm. Auf die 4. Trifft 2-mal. Auf die 2. Geil. Verwundet 2-mal. Stärke 7 im Charge. AP 1, 2 Damage. Der erste safe, der zweite safe. Ja, so nicht, Freund. Die zweite spawn auf die zweite. Ich räumt hier komplett alles ab. 3 plus 2, also 5 plus Charge, also 6. Mach da einen 7. rein, hört sich besser an. Treffe ich 5 Stück. Verwunde ich nämlich hier. Ich hole noch auf die 2. 3 Stück? Ja, stimmt. Stärke 7. Ja. AP 1, 2 Schaden. Ich glaube nicht, dass ich das CP rerollen werde. Also tot. Ja. Gut. Dann kann ich mit der 1 zurückhauen. Der 3 Attacken. Trifft. Und plus 1 tunt. 2-mal. Mit AP 2. Also ja. Ein E-Schwert auf die. Auf die Spawn, ne? Genau. Oh, die haben einen 4er Safe jetzt. Das ist edel. Okay, 2, noch ein 6er, gut. Dann ist sie tot. Und der Exorzist mit 3 Attacken auf die 4 eigentlich, aber ich bin schon ein bisschen damaged, also auf die 3. Das sind 3 Stück und Stärke 6. 3 Stück. Wieder schon 6. Der hat 6, ja. Alle haben 6. Ja, ja, ja. Einer geht durch. Jawohl, ein Damage. Oh, jetzt habe ich das Sprudelwasser, Leute. Da war's. Das war da. Stilles Wasser. Ja. Ich trinke sonst immer stilles Wasser. Ansonsten habe ich nichts mehr. Ja. Die Tante da hinten gibt mir noch ein Miracle Dice, die jetzt stirbt.
Eine 1. Ja, das ist jetzt doof, weil ich habe gedacht, ich töte die und konsolidierte dann einfach zurück auf meinen Homemarker. Ah, okay. Deswegen kriege ich jetzt nicht Bastion verteidigen. Also deswegen habe ich jetzt eine 15er Runde. Ja. Nee, das ist ja egal. Also das macht ja da keinen Unterschied. Es gibt ja keine Hold More mehr. Oder ist das Hold More? Ich dachte, wir sind bei Hold More. Sind wir bei Pro-Marker? Achso, eben hast du ja auch eine 15er Runde gescored, ne? Mhm. Zähl mal bitte 5 Punkte ab. Du kannst so 10 scoren, maximal. Achso, ja. Die ist das. Du hast zweimal eine 15er gescored. Ich hab nicht zweimal eine 15er gescored. Sicher? Nein. Aber ich hätte ja auch nur 5 abgezogen, weil wir das nicht mehr herausfinden können. Wir nicht mehr. Kann mal einer zurückspulen? Ich hab doch gerade sowieso nur. Den Sticky. Ja. Ich hab doch. Du hattest aber den und den. Also. Ja. Alles gut. Ich kriege auch 10. Vielleicht habe ich zweimal eine 15er Runde gemacht. Ja, nee, du hast zweimal eine 15er Runde gemacht. Mach den Lachs nicht fett. Super sicher. Ja, dann beiß ihn. Ich jag das reizvolle Ziel ab für den CP. Ach ja, so, aber Lim, es fühlt sich doch viel besser an, falls du gewinnen solltest. Wenn Ruhm falls er gewinnen sollte, ich würfe jetzt noch einmal Yahtzee, ob Angmar wiederkommt. Und wenn nicht, dann höre ich auf. Dann lebe. Dann lebt dein Traum jetzt, Ruben. Lebt deinen. Guck mal, erstmal lässt er den Würfel fallen. So kannst du Angron doch nicht wiederbeleben, Mann. Ich war zu wütend. Ja, ja. Lebt deinen Traum, deine Wuppa. Ist nicht eine 6 dabei. Nee, aber du hast 4 Fünfen. Ja, und 4 Zweien. Du hast ja den viel unwahrscheinlicheren Wurf gerade gemacht. Ja, ich habe 2 Vierer-Paschs. Kannst du jetzt zweimal Advanced Charge machen? Nein. Was kann man mit einem Vierer-Pasch? Nix. Nix? Es gibt nichts für einen Vierer-Pasch? Nee. Nicht irgendwie so, keine Ahnung. Das finde ich enttäuschend. Ich finde, man sollte für einen Vierer-Pasch und für einen Kniffel belohnt werden. Das ist nicht eine 6 dabei. Aber 4 Fünfen und 4 Zweien. Das ist edel, ey. Das ist quasi Average Man, weil es ist jedes Pärchen ergibt eine 7. Ja, stimmt, Average Man. Oh, geil. Gibst auf. Ich geb auf. Ich hab nichts mit mehr. Auf. Hat super mega Spaß gemacht. Es war ich weiß, dass witzig. Ich weiß, dass das unglaublich blöd ist, vor allem so große Modelle, vor allem wenn man sie mag, auch zu verlieren und so weiter und so fort. Trotzdem hat es echt viel Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was die Leute haben. CD ist immer nur Bock. Das war aber auch wieder ein richtiger, richtiger Durch-Battle Report. Ich kann nicht mehr. Also 8 Streams hintereinander. Ja, das glaube ich. Ihr seid fertig. Mache ich jetzt 3 Wochen nicht mehr. Mal 3 Wochen? Ja. Habt ihr gehört? Leute, einschalten. In 3 Wochen gibt es wieder 8 Streams hintereinander. Aber ich hab richtig Bock, das nochmal zu machen. Ja, sowieso oder so, vielleicht machen wir nächstes Jahr was noch viel Dümmeres. Ja, vielleicht. Stimmt, ja. Aber ja, was? Wir haben ja noch. Ach ja, stimmt. Aber wir haben ja noch was. Ich hab's jetzt, vergessen. Damn! Ich hab's jetzt auch vergessen, ne? 400 Leute. Also, Anton ist nicht wiedergekommen. Schade, gibt's keine Astrak. Ah, schade. Ach, blöd. Nee, schreibt einmal Astrak in den Chat. Müsst das richtig schreiben. Nur ein richtiger World Eaters-Fan. Nein, wir machen, der Lim hat das mitgebracht. Wir machen hier auch wieder was anderes. Nachher wieder auch ausgezeichnet. Lim the Annihilator. Hashtag Angron. Hashtag Lim the Annihilator. Lim, also Ausrufezeichen, Lim, the Annihilator. Wie wird Annihilator? Mit so wie Annihilation. Okay, also mit Doppel N. Falsch geschrieben. Doppel N-I-H-I-L-A-T-O. Ich schreib's einmal in den Chat, sonst sind die Leute verwirrt. Annihilator mit Doppel N. So, das hier müsst ihr eingeben, um Azrak gewinnen zu können. Den und geilen, wenn ihr den gewinnt, dann müsst ihr Lims Kopf 3D drucken und den Terminator reinmachen. Und den da immer drauf. Geil. Das wäre, also, wenn das jemand macht, sage ich nicht nein. Ich würde gerne meine eigenen 3D gedrückten Köpfe auf meine Wotan stecken. Die haben wir nur blöd gucken. Aber wirklich an der Stelle auch nochmal danke, Lim, dass du. Ja, vielen Dank. Dass du den Weg hierher auf dich genommen hast, dass du Geschenke mitgebracht hast. Absolut geil, danke schön. Ich finde es super witzig, dass wir jetzt im letzten Spiel quasi das genaue Gegenteil von einem ernsten Turnierspiel gemacht haben. Halt. Ich habe extra so René noch geschrieben, was soll man mitbringen? Ist es hart sein oder das und das? Nee, hier kein Rave Knight Triple. Cool. Und dann habe ich gesagt, ja,
dann alles einmal anklicken und los geht's. Der Genie ja auch so. Was geht hier alles in diese Liste rein? So viel Müll, ja. Aber ich glaube, ich kaufe mir keinen zweiten Lord of Skulls. Der hat mich absolut enttäuscht. Ja. Ja. So, ich werde jetzt rollen, weil wir haben ja noch was Zweites. Ja. Klicke, 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 klicke. Boom. Werwölfin. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Warte. Aber das ist doch das gleiche Profilbild wie... Wie Ruben. Oh, geil. Dankeschön, Nim. Wie Dingen. Oder nicht? Oder ist es ein anderer Account und das... Und wie das wir. Oder hast du dich umbenannt? Tascha. Tascha, wir haben immer die Regel, dass Leute, es tut mir sehr leid, aber Leute, die schon was gewonnen haben, sollten nicht nochmal was gewinnen. Es tut mir sehr, sehr leid. Also für eine Session. Für ein Event. Ich hoffe, du nimmst uns das nicht böse, aber what the fuck, wie viel Glück hast du eigentlich? wenn du die Indomitus-Box, nicht Indomitus, wenn du aber die... Aber ist das denn Tascha? Wenn, ja, das ist Tascha. So. Die hat gestern die Leviathan-Box gewonnen. Oh. Deswegen kamst du auch direkt drauf. Aber ohne Scheiß, nimm das Glück, das du hast. Ne? Spiel mal noch Lotto heute. Und spiel dann einfach mal gegen Ruben. Oder versuch mal einfach wieder zu beleben. Ja, voll geil. Hol dir andere. Wie viele Würfel kriegt man da? 8, ne? Ja, du sollst wirklich Lotto spielen. Okay, nochmal rollen. So ein kleine Naru. Kleine Naru, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Du bist jetzt Besitzer von Azrak the Annihilator. Oder Lim the Annihilator. Lim the Annihilator. Und was? Lim the Annihilator? Was? René? Was? Schreib Genie im Discord an, dann wird der dir zugesandt. Und jetzt. Mindestens ein Foto machen, wenn er bemalt ist. Ja. Ja. Und mit Lims Kopf. Noch nicht bemalt in Deutschland gesehen. So, und jetzt kommen wir zur letzten Verlosung. Eine zweite Leviathan-Box, die von einem nicht mehr ganz so anonymen Spender gespendet wurde. Von einem nicht mehr ganz anonymen Pento-Schlingel. Ja, und deswegen... Der wollte auch, du weißt? Ausrufezeichen Pento-Schlingel in den Chat für eine Leviathan-Box in Deutsch, die noch ungeöffnet ist. Oh yes. Mordsbrecher. Und ja, bestimmt haben wir Sauerstoffmangel im Keller. Ja, auf jeden Fall. Nee. Oh, auf dem Dyson war auch gerade so ein Ausrufezeichen drauf. Vielleicht hat auch jemand gepupst. Genie? Meinst du mit jemandem drüber? Du sitzt am Dyson. Nein. Doch Dyson. Ich hab nicht gepupst. So, wir sammeln jetzt mal so ein bisschen, bis alle drin sind. Ja, da muss erstmal ein bisschen gesammelt werden. No. Jetzt, weil da ist noch bestimmt einer, der sich einen Kaffee macht. Ja, gibt auch Leute, die um 8 Uhr Kaffee trinken. Sei denen gerechtfertigt. Hab nochmal angefangen. 4. Wenn Too Angry Too Nacho jetzt wieder kommt und sagt, fuck, ich hab mir noch einen Kaffee gemacht, jetzt ist die Leviathan-Box wieder weg. Dann macht er das extra. Ja. Oh Mann. Da keine Rücksicht mehr. Aber wie witzig, dass einfach Tascha zweimal was gewonnen hätte, ne? Ich dachte, das geht gar nicht. Painter-Schläger. Das ist doch noch nie passiert. Super unwahrscheinlich. Ich mach auch einfach mit. Kann ich auch mitmachen? Was muss ich denn? Ausrufezeichen Pento-Schlingel. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug reingeschrieben. Dann, und eingeben. 3. Hier ist noch eine Münze. 2. Ich habe eingegeben. 1. Wirklich? Wirklich? Ja. Brobi! Brobi, du hast gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Gib die Münze wieder. Du hast einfach eine Waffenbox gewonnen! Wow! 200 Euro Box! Ja, Brobi! 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 Herzlichen Glückwunsch! Brobi! Geile Box. So, denkt dran, Genie anschreiben im Discord. Herzlichen Glückwunsch. Die anonyme Spenderbox geht an dich. Und ich würde sagen, nochmal Dankeschön an Nim, dass du da warst. Vielen Dank. Und vielen Dank für die Geschenke, die du mitgebracht hast. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die gute Laune, die du mitgebracht hast. Yes. Vielen Dank für den Talk. Den du mit uns aufgenommen hast, der bald auf YouTube kommt. Der wird geil. Ja, freu ich mich auch schon drauf. Und danke, dass du dafür, dass du Angon getötet hast. Damit tschüss. Tschüss. Ciao.